rechten Seite macht einen Riss, erhebt den rechten Arm hoch, ein alter Ball nach hinten. Es gilt los. Herzlich willkommen beim Fußballradio Schelsig. Es gilt los. Jawohl, es geht wieder los und damit guten Abend allerseits und herzlich willkommen bei Fußballradio Schelsig zu unserer Live-Übertragung aus dem Preußenstadion in Münster. Mein Name ist der Chris und wir sagen das für gewöhnlich an dieser Stelle, ich sitze natürlich nicht alleine hier, ja, aber im Moment sitze ich tatsächlich noch alleine hier, denn ich sehe den guten Besnik, der heute mit mir zusammen reportiert, gerade schon die Stufen hoch stolpern, aber er hat es gerade noch rechtzeitig geschafft, um sich der Begrüßung, die ich gerade eingeleitet habe, noch anzuschließen. Besnik, ich habe unseren Zuhörern bereits verraten, dass du dich gerade fast auf die Schnauze gelegt hast. Aber nur fast. So, damit hört ihr jetzt auch meinen Spannmann heute und nicht nur meinen Spannmann, sondern einen meiner 5 absoluten Lieblingsreporter-Kollegen bei Fußballradio Schelsig und, wie ich bereits vorhin mit ihm besprochen habe, dass ich ihn heute aufgrund der Münsteraner Vereinshymne so nennen darf, meinen Augenstern Besnik. Ja, wenn der Augenstern auch noch eine Augenweide neben sich hat, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Hallo ihr zusammen, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr uns auch heute treu bleibt zu dieser, ja, vielleicht nicht ganz so schön Fußballzeit. Aber ich hoffe mal, ihr habt alle schön warm, habt euch schön gemütlich gemacht, die Heizung aufgedreht oder ein Deckchen übergelegt, weil, also, mir ist jetzt nicht warm. Ich hätte tatsächlich gegen weder das eine noch das andere etwas einzuwenden. Und sehr schön, dass du das mit der Anstoßzeit direkt ansprichst, denn da hat der Preußentrainer Sascha Hildmann was Wunderschönes unter der Woche zugesagt. Da kann ich das direkt mal anbringen. Denn er hat, finde ich, in herrlich blumigen Worten umschrieben, dass es eine schlechte Zeit ist, um sich beim Fußballspiel einen so hinter die Binde zu kippen. Denn er hat gesagt, die Geselligkeit beim Fußball leidet unter dieser Anschlusszeit. Und das finde ich eine wunderschöne Umschreibung dazu. Hat aber auch dazu noch gesagt, dass er den klassischen Ablauf, den er so mit seiner Mannschaft für gewöhnlich als Vorbereitung für ein Spiel hat, da gefährdet oder auch nicht vorhanden sieht. Ja, ist ja bei uns auch nicht anders, ne? Also wir sind um 15.30 Uhr losgefahren und waren dann auch schon mega früh da. Ja, wir sind ziemlich genau um dieselbe Zeit losgefahren, aber ich bin im Gegensatz zu Besnik im Block 11 Bus angereist. Der Besnik hatte das Vergnügen, im Presseauto unterwegs zu sein. Dementsprechend natürlich ein bisschen schneller als ich, aber auch wir mit dem Bus. Wir waren wirklich früh hier und sind hoch motiviert für dieses, ja, wie kann man das sagen? Wir haben es jetzt, glaube ich, ein paar Mal schon gesagt, so ein Knick-Knack-Spiel. Aber wenn man sich so die Tabelle anguckt, ist es im Moment tatsächlich für uns so ein Do-or-Die-Dingen. Wir sollten dringend mal wieder dreifach punkten. So sieht's aus, vor allem mit den Ergebnissen von heute. Wir sind jetzt nochmal einen Platz runtergerutscht, auch wenn man da natürlich ungern drauf gucken möchte. Aber es ist leider so. Ja. Ein Platz ging jetzt nochmal runter. Ja, ich glaube, das ist dann nur eine Momentaufnahme. Ich denke, das wird sich heute noch ändern. Ich bin da absolut dafür. Und vor allen Dingen, man sieht ja im Moment, wir haben 7 Punkte nach oben bis zu Platz 3. Wir haben 6 Punkte nach unten bis auf Platz 17. Es kann sich also in beide Richtungen heute eine Menge was tun. Ich bin natürlich sehr dafür, diesen Rückstand nach oben auf 4 Punkte zu verkürzen. Und dafür sind wir hier in Münster zu Gast. Es ist, wie der Besnik schon gesagt hat, es ist bitterkalt. Also ich habe Thermosachen an und mir ist immer noch wahnsinnig kalt. Und ich habe ausgerechnet heute seit langer Zeit mal wieder die wunderbar modische Jeans ausgepackt, die so wunderbare Löcher hat und stelle fest, dass das natürlich keine besonders gute Idee war. Auch wenn meine Nichte mich heute schon gelobt hat, ich wäre modisch zeitgemäßer gekleidet als sie selber. Das ist stark, das ist stark, müssen wir erstmal schaffen. Ich habe auch eine an, aber da drunter halt die Thermohose. Ach stimmt, ja, ich sehe es. Also ich habe gestern auf dem Wetterbericht geguckt, da stand da 4 Grad. Ich war gestern noch am Weihnachtsmarkt in der Eifel, da hat schon echt gezogen wie Hechtsuppe, hat man früher gesagt. Ich weiß nicht, was Hechtsuppe ist, aber gut. Ich war schon echt kalt und dann habe ich gedacht, wenn das morgen auch so wird, dann Hauptsache trocken. Und danach sieht es ja gerade aus. Einen Namen möchte ich gerade noch erwähnen. Dadurch, dass ich hier sitzen darf, gibt es einen, der heute etwas, ja, vielleicht schwerere Bedingungen hat. Das ist der Kollege Jan Brix, der heute für mich den Fotopart übernimmt. Also ich hoffe gerade für ihn, dass es heute schön trocken bleibt. Genau, das wünschen wir dem Jan in der Tat. Ich sehe ihn hier auch gerade. Ich weiß nicht, wie viel Reihen wir jetzt oberhalb der Grasnarbe sitzen, aber er steht auf jeden Fall ziemlich genau in meiner Blickschneise mit der Kamera. Es ist tatsächlich ein ungewohnter Blick, ein ungewohnter Anblick, nicht dich mit diesem Leibchen da zu sehen. Aber ich persönlich habe dich deutlich lieber an meiner Seite, als das vor meinen sehr. Augen da unten in der
in der einen Kuckschneise oder wie auch immer man das nennen möchte. Besnik, lass mal doch mal uns angucken, was die beiden Trainer sich ausgedacht haben. Ich würde sagen, ich beginne mal mit Sascha Hildmanns Ideen über die Heimmannschaft und dann erzählst du uns, was Olaf Janssen sich ausgedacht hat. So sieht aus, so machen wir es. Alles klar, dann haben wir, ihr habt es vielleicht auch gerade schon ein bisschen im Hintergrund hören können, aber ich würde es auch gerne für euch nochmal erzählen. Wir haben Johannes Schenk im Tor bei den Münsteranern. Davor eine Dreierkette mit Simon Scherz, der ein absolutes Urgestein hier in Münster ist, mit Nico Kulis und mit André Hahn. Dann haben sie eine Viererreihe im Mittelfeld, die besteht aus rechts Jano Terhorst, zentral Marco Bazzoli und Rico Preissinger, links neu in die Mannschaft gekommen der Österreicher Benjamin Böckle. Hinter den Spitzen haben die Münsteraner, ja, nach dem Länderspiel, was wir ja da gerade noch erleben durften mit der deutschen Mannschaft, da darf man auch mal noch die Österreicher erwähnen. Nein, haben die Münsteraner Daniel Kiereva und dann zwei Sturmspitzen. Einmal, da gehen liebe Grüße an meinen sehr guten Freund Erik, weil das ist der Schwager von Joel Grodowski, und sein Kollege in der Offensive, das ist Balik Batmas. Gucken wir uns noch ganz kurz an, wer da auf der Bank sitzt. Dann mal fürs Tor Schulze Nihus, für die Abwehr Kock und Mrovca. Fürs Mittelfeld Benjamins, Jindovian, Lorenz und Ubejapwa. Jetzt muss tatsächlich sogar ich mich mal, wo ich ja eigentlich sehr, sehr viel Wert immer drauf lege, diese Namen korrekt auszusprechen, da musste sogar ich mich mal korrigieren. Und dann noch für die Offensive Wegkamp und Guten. So, was setzen wir dem entgegen, Wesley? So, was setzen wir dem entgegen? Ich möchte vorher weg sagen, ich bin mit keinem verwandt oder verschwägert und kenne auch keinen, der da verwandt oder verschwägert ist. Wir haben im Tor bei uns wieder Ben Voll. Schön, dass der Junge immer noch fit ist. Dann haben wir eine Dreierkette, die heute leicht verändert ist. Wir haben auf der rechten Seite Michael Schulz, dann Jeremias Lorch ist wieder zurück in der Mannschaft und David Kubata ersetzt den heute rot gesperrten Chris Greger. Dann auf den Schienenpositionen haben wir auch wieder Veränderungen. Da sehen wir auf der rechten Seite Simon Hanse, auf der linken Seite Niklas May. Also das werdet ihr gleich bei den Einwürfen dann vor allem hören, dass dann der gute Patrick Konkiewicz nicht mit dabei ist oder der Paco. Dann auf der Doppelsechs haben wir einmal unseren Kapitän Moritz Fritz neben Donny Bogiciewicz, der heute wieder ein bisschen zurückgezogener spielt, dann auf der Achter-Box-to-Box-Position. Und vorne Luca Marseiler, David Philipp und neu mit dabei Sunaja. Bedeutet, David Philipp wird sehr wahrscheinlich dann wieder auf der Neuner-Position spielen. Oder ja, es wird sich sehr viel rotieren da vorne. Und dann haben wir auf der Bank noch Kevin Rahut fürs Tor, Lars Dietz, schön, dass der Junge wieder mit dabei ist, über einem halben Jahr, dass er jetzt gefehlt hat, eben extra den Adik-Trainer Florian Brabant noch gefragt, es war tatsächlich im April, also so lange war er jetzt nicht mehr im Kader, Wahnsinn, schön, dass der Junge wieder mit dabei ist. Dann haben wir Sumana Keita aus unserer U19, ein Innenverteidiger, ein sehr schneller Innenverteidiger, heute auch mit im Kader, war auch beim letzten Spiel schon mit dabei gegen Dresden. Dann haben wir Patrick Koronkiewicz auf der Bank mit Jona Sticker fürs Mittelfeld, Florian Engelhardt und Luca de Meester und vorne für die Spitze André Becker und Waldrin Mustafa. Das heißt, da wäre in jedem Fall noch Potenzial, von zentralen Spitzen was nachzulegen für den Fall, dass der Spielverlauf am Anfang nicht ganz so aussehen sollte, wie wir uns das wünschen und wie wir es aus der ersten Drittligasaison unseres Vereins gewohnt sind. Denn das waren die letzten Aufeinandertreffen mit Preußen Münster. Ganz kurz, bevor wir sehen, dass die Mannschaften schon den Platz betreten, erwähnen wir es ganz kurz noch. Da haben wir hier in Münster mit 3:2 gewonnen. Zweimal Mike Wunderlich und Albert Bunyaku. Und dann gab es noch die Anschlusstreffer durch Rufat Dadaschow und Heinz Mörschel. Jetzt sehen wir aber schon die Mannschaften den Platz betreten und wie wir das üblicherweise dann so machen, erzählen wir dann erstmal was was die Farbkastenabteilung sich da ausgedacht hat. Die Münsteraner sind schwarz-grün gestreift, haben schwarze Hosen, grüne Stutzen an. Wir sind mit unserem traditionellen Heimdress unterwegs, das heißt weiße Hosen, weiße Stutzen und unsere wunderschönen Retro-Trikots, weiß mit schwarz und rot appliziert, wie der Hendrik das jetzt genau sagen würde. Dann haben wir Ben Voll in einem blassen Gelb. Wir haben den Münsteraner-Keeper Johannes Schenk in einem, keine Ahnung, irgendeine Art von Blau. Es ist nicht Königsblau. Es ist nicht Königsblau, es ist aber auch kein Himmelblau, es ist auch kein dunkles Blau, es ist auch kein helles Blau. Es ist ein Mittelblau. So sieht's aus. Wunderschöner Neologismus, ein Mittelblau. Und dann haben wir das unparteiischen Gespann, auf das müssen wir nämlich auch noch kurz eingehen. Schwarze Hose, schwarze Stutzen und Besnik, da ist wieder der Textmarker. Textmarker Orange sind die oben rumgewandelt. Der Schiedsrichter, das ist Tobias Wittmann, 28 Jahre jung, Leiter einer Marketing- und Vertriebabteilung eines Landshuter Architekturbüros, der seine erste Saison in der dritten Liga pfeift, hat weder die Münsteraner noch uns bis jetzt gepfiffen. Man kann eigentlich nur sagen, in den drei Spielen gab es bei ihm insgesamt 14 gelbe Karten, einmal gelb-rot und einen Elfmeter. Würde ich mal schätzen, zumindest ohne das jetzt verifizieren zu können, dass das relativ durchschnittliche Werte sind.
Ja, würde ich auch sagen, glaube ich. Lieber Chris, dann nehme ich einmal meine Aufstellung noch zurück. Die hast du noch da bei dir liegen. Ach so. Die nehme ich einmal noch zurück. Vielen Dank. Das wolltest du mir mitteilen. Das wollte ich dir sagen. Und ich habe dir sogar noch eine mitgebracht. Also du hast sogar noch eine. Ach, lieber Chris. Ja, ich habe ein sehr einnehmendes Wesen, muss ich sagen. Deswegen hättest du die jetzt sonst auch nicht zurückbekommen. Ach, sehr nett, dass der Stadionsprecher das gerade erwähnt. Die Schiedsrichterassistenten, die haben wir natürlich noch vergessen. Felix Grund und mein Lieblingsschiedsrichterassistenten aufgrund seines Namens. Ich freue mich immer, Spiele zu reportieren, bei denen er an der Fahne ist. Das ist der gute Lothar Ostheimer. Und dann haben wir natürlich auch in dieser Saison einen vierten Offiziellen. Das ist heute Maximilian Niehögen. So sieht's aus. So, wir können ja sagen, wir spielen von links nach rechts, die Münsteraner von rechts nach links, erstmal mit ihrer Kurve im Rücken und haben auch Anstoß. Da sehen wir Malik Batmas schon, der da parat steht. Und jetzt gleich. Ja, irgendwann. Da ist der Anpfiff ertönt und da ist auch der Anstoß erfolgt von Malik Batmas, der mal zurück in die eigene Abwehrreihe gespielt hat, auf den zentralen Mann, auf Nico Kulis, der dann noch weiter zurückgeht auf Johannes Schenk, der den Ball dann erstmal in die gegnerische Hälfte schlägt. Da kommt Simon Handl an den Ball, drängt in den Mittelkreis. Wunderbar, nimmt er da David Philipp mit, der wird ein bisschen bedrängt von Kulis, der daraufhin den Zweikampf gewinnt, den Ballbesitz sichert. Für die Preußen André Hahn auf deren linker Abwehrseite spielt zunächst mal zurück in den Kasten zu Johannes Schenk. Die Leihgabe vom FC Bayern, heute sein fünfter Saisoneinsatz. Er hat den absoluten Urmünsteraner, wobei, nee, stimmt gar nicht. Es gibt noch einen Urmünsteraner, der noch Urmünsteraner ist als er. Maximilian Schulze-Nius seit 2011 im Kader, aber Simon Scherder, sein Abwehrmann, ist sogar tatsächlich seit 2006 im Verein. Das sind Werte, die selbst Patrick Horonkiewicz in den Schatten stellen. Und das will was heißen. Das will wirklich was heißen. Also Johannes Schenk hat jetzt auch den Ball in der Hand. Da gab es mal einen langen Ball von unserer Viktoria. Allerdings nichts, was da wirklich gefährlich wurde. Jetzt bauen es die Münsteraner über die linke Seite auf. Da ist Kireva. Der verliert den Ball an Simon Handle. Und jetzt zu Najar. Mit dem Rücken zum gegnerischen Tor findet Simon Handle. Und der auf Moritz Fritz. Und er setzt sich da durch, läuft jetzt in Richtung 16er. Aber da ist Kireva wieder da, holt sich den Ball, spielt ihn erstmal zurück auf Schenk. Auf den Keeper, der wird angelaufen von David Philipp. Spielt den Ball weit und in die Füße von Niklas May, der sich den Ball holt, fällt und auch den Freistoß bekommt, da noch in der Münsteraner Hälfte direkt vor der Mittellinie und den Ball erstmal zurückgibt auf Jeremias Lorch. Die Aufstellung, so wie wir das erwartet haben bei unserer Viktoria auf jeden Fall. David Kubata jetzt, der auf der linken Seite spielt, gibt den Ball zurück erstmal auf Ben Voll. Da von den lauten Viktoria-Fans, muss man wirklich sagen. Also ich höre auf dem einen Ohr, was ich hier frei habe, höre ich eigentlich nur Viktoria-Fans. Ja. Muss ich jetzt nicht so sagen. Und jetzt spielen wir es erstmal im eigenen 16er. Das ist Ben Voll, der gibt links rüber auf David Kubata. Wichtig für den Jungen, dass da erstmal alles sehr glatt läuft. Das läuft aber nicht glatt, weil der Ball landet bei den Münsteranern. 20 Meter vor dem Tor haben sie jetzt den Ball am Fuß. Jetzt geht der Ball auf die rechte Seite. Da könnte es jetzt gleich eine Flanke geben. Ja, erstmal noch der Haken gegen Masala. Jetzt der Ball in die Mitte. Da ist Kubata, köpft da Bogicevic an und der verliert dann den Ball auf der linken Seite. Ist Marseiler, holt sich den Ball und da gibt es den Freistoß, weil er da gehalten wird. Ja, das war schön am Trikot gezogen. Den Konter unterbunden von der Münsteraner Nummer 21, das ist, wenn mich nicht alles täuscht, Marco Bazzoni. Das ist nicht Luca Bazzoni. Rico Preissinger. Alles klar, entschuldige. Sein Kollege im zentralen Mittelfeld. Ich warte die ganze Zeit schon auf eine Möglichkeit, ein wunderbares Zitat von Luca Bazzoni anzubringen, aber da er noch nicht dabei war, warte ich noch damit. So, Ben Voll wartet nicht damit, den Ball jetzt gleich weiter ins Spiel zu bringen. Behaupte ich jetzt. Und in dem Moment tut das dann doch. Da spielt er nach vorne auf Lorch, bekommt den Ball aber umgehend zurück. Bei Voll im Strafraum befinden sich Michael Schulz und David Kubata. Voll verlässt ihn daraufhin selber, spielt den Ball flach. Das war riskant, aber der Ball kommt an bei David Philipp. Übrigens David Philipp, nicht nur sein Name heute, auch David Philipp Fußballgott, wie ein Transparent vor dem Gästeblock uns verrät. Jetzt haben wir Marseiler gerade in der gegnerischen Hälfte auf halblinker Position. Der dribbelt da sich ein bisschen durch. Da war jetzt aber tatsächlich Bazzoli der Gegenmann. Spielt dann steil auf, ich vermute, Niklas May, genau, der war im Abseits, zumindest sehen das die Unparteiischen so. Die Fahne war oben, der Pfiff vom Schiedsrichter ist ertönt, es gibt Freistoß für die Preußen tief aus ihrer eigenen Hälfte. Das dürfte Simon Scherder sein, der da am Ball steht, den gerade angesprochen, der tatsächlich seit 2006 hier im Verein ist. Da war er gerade 13 Jahre jung. Das ist schon beeindruckende Vereinstreue, das müssen wir mal ganz klar sagen. Jetzt macht er das da gut gegen Masala, spielt einen langen, langen Ball, allerdings in die Verteidigungskette unserer Viktoria. Da ist David Kubata und er ist da, bevor Joel Grudowski an den Ball kommt und gibt ihn erstmal zurück auf Ben Voll, der den dann wieder lang spielt in Richtung Mittelkreis und zu Najata gar keine Möglichkeit, den Kopfball zu bekommen. Der zweite Ball geht aber zu Moritz Fritz, der köpft ihn nach vorne in Richtung Mittelkreis, allerdings wieder abgefangen von Preissinger und jetzt geht es über die linke Münsteraner Seite da. Direkt vor unseren Augen. Jetzt der tiefe Ball. Da ist Handle irgendwie noch dran an Bogicevic. Aber Kireva holt sich den Ball. Läuft jetzt in den 16er. Aber das ist Simon Handle. Stellt den Körper rein. Hat den Fuß dazwischen. Da gibt es die erste Ecke in dieser Partie in
Ja, nach genau 4 gespielten Minuten, linke Seite Preußen-Münster, die erste, wie gesagt, die erste Ecke in dieser Partie. Das wird sehr wahrscheinlich die Nummer 3 Benjamin Böckle machen. Der gute Mann ist ausgeliehen von Fortuna Düsseldorf, spielt auf der linken Schiene, ist Linksfuß und wird damit den Ball dann auch mit links vom Tor weg reinbringen. Wir sehen 3 Münsteraner. Feldspieler außerhalb des 16ers, alle Viktorianer im 16er. Und jetzt kommt auch der Ball in den 16er. Und da ist Schulz mit der Rübe auf die linke Seite geköpft zu David Kubata. Und der ist dran und köpft den Ball dann wiederum ins Seitenhaus. Gibt Einwurf für die Münsteraner, etwa 12 Meter von der Eckfahne entfernt. So sieht's aus. Und diesen Einwurf, den wird übernehmen die Nummer 27. Das ist Jano Terhorst, auch ein junger Mann aus der Münsteraner Jugend. Also hier ist durchaus, das kann man schon sehen, Jugendarbeit, die wird hier gelebt. Und da ist auch eine Durchlässigkeit in den Profikader vorhanden, vergleichbar vielleicht auch sogar tatsächlich damit, wie das bei uns selber ist. Einwurf genau vor dem Gästeblock auf der rechten Offensivseite der Münsteraner. Da können sich die Viktorianer aber erstmal den Ball erobern. Das ist sehr schöne Körpertäuschung davon. Luca Maseiler gewesen, treibt den Ball ein paar Meter nach vorne, nimmt dann Niklas May mit. Dessen versucht, den Ball weiter nach vorne zu passen, wird zunächst noch von den Münsteranern unterbunden. Aber dadurch kullert der Ball auch über die Seitenauslinie und es gibt Einwurf für die Viktoria. Den hat Niklas May bereits ausgeführt, kurz auf Donny Bogicevic, der dann erstmal auf Nummer sicher geht, auch stark bedrängt worden ist. Spielt zurück auf Jeremias Lorch. Der liegt weiter auf die halbrechte Seite zu Michael Schulz. Der Routinier spielt ein Stück nach vorne auf Suel Najjar. Najjar geht auf Nummer sicher, spielt zurück zu Michael Schulz. Schulz auf der Höhe des eigenen 16ers, spielt in diesen herein auf Ben Voll. Der wird angelaufen und geht auf Nummer sicher, spielt auf Lorch. Lorch gibt weiter nach links auf Kubata. Für Kubata finde ich es wichtig, dass er erstmal ein paar einfache Aktionen gut macht, souverän macht. Er hat ja diese unglückliche Szene gegen Dresden gehabt, wo man ihm eins der Gegentore ankreiden kann, vielleicht auch muss. Was im Endeffekt vielleicht wurscht ist, wenn man noch 4 andere kassiert hat. Aber ist ein ganz junger Mann, für den ist es erst das zweite Drittligaspiel von Beginn an. Und ja, da braucht man natürlich Sicherheit und souveräne Aktionen, die einem das Selbstvertrauen geben. Selbstvertrauen gibt vielleicht auch den Münsteranern, dass sie jetzt einen Freistoß haben in der Hälfte der Viktoria, allerdings nur so 2 Meter. André Hahn gibt den Ball auf die rechte Seite. Da haben wir Niklas May, der da in einen Zweikampf geht und den Ball von Jano Terhorst, nein, sogar nicht abfälscht. Es war Terhorst selber, der den Ball über die Torauslinie gebracht hat. Demzufolge keine Ecke für die Münsteraner, sondern Abstoß vorm Kasten von Ben Voll. Die 7. Minute hier angebrochen im Preußenstadion zu Münster. 0:0 der Spielstand zwischen Preußen-Münster und Viktoria Köln. Beide Mannschaften punktgleich in der Tabelle. Hat man vielleicht noch nicht erwähnt, ich weiß es gar nicht. Beide Mannschaften mit 20 Punkten. Münsteraner mit einem etwas besseren Torverhältnis von +3. Wir mit -1. Na klar, wenn man 5:1 auf den Sack gekriegt hat, dann kann das Torverhältnis da schon mal drunter leiden. Nichtsdestotrotz im Endeffekt eine gleiche Ausgangsposition für beide Mannschaften. Wir haben jetzt Kiereva, apropos Ausgangsposition, mit der Ausgangsposition linke Seite. Da war Moritz Fritz dazwischen. Kiereva muss auch dann erstmal zurückspielen auf André Hahn. Der gibt noch weiter zurück auf Nico Kulis, den zentralen Mann der Dreierkette. Der befindet sich im Mittelkreis, spielt weiter auf Bazzoli. Bazzoli gibt zurück auf Kulis. Kulis dann mit einem Beitenball auf die rechte Seite. Terhorst mit einem Kopfball ins Zentrum. Da wird der Ball durchgesteckt, aber sehr schön stellt sich David Kubata da in den Weg, passt nach vorne und dann bleibt Jeremias Lorch hängen. Kiereva jetzt mit der Möglichkeit abzuziehen und das war die erste Möglichkeit des Spiels. 8. Minute. Kiereva zieht da aus halblinker Position aus, naja, sagen wir mal 18 bis 20 Metern ab, verfehlt das Tor auf der linken Seite knapp. Allerdings war da auch noch irgendein Körperteil eines Viktorianers dazwischen, denn der Schiedsrichter hat auf Ecke entschieden. Von der linken Seite, wie wir das vorhin schon mal hatten, der Österreicher Benjamin Böckle mit links, von links, also der Schnitt ist vom Tor weg zu erwarten. Er hebt jetzt den Arm, läuft an, schlägt den Ball hoch in den Strafraum, da kommt Jeremias Lorch heraus, kann den Ball zunächst mal rausköpfen. Die Münsteraner erobern den zweiten Ball, bauen neu auf. Der Ball kommt auf die linke Seite auf Böckle, der setzt sich zunächst mal im Zweikampf gegen Hantel dadurch durch, dass er ausweicht. Der Ball flach in den Strafraum, kein Problem für Jeremias Lorch rauszuklären. Der Ball ist weit in der Münsteraner Hälfte, bei deren Schlussmann bei Johannes Schenk. So sieht's aus und das fernab von vielen Viktorianern, da ist keiner gerade so wirklich in der Nähe, ist jetzt auch kein Pressing in der ersten Linie, es geht eher erstmal hinten rum, man lässt Münster ja so ein bisschen den Spielaufbau auch gewähren. Jetzt ist der Ball wieder bei Schenk, der den Ball bekommen hat von Alexander Hahn, der den linken Part spielt in der Dreierkette bei den Münsteranern, die es gerade mit 3 Mann aufbauen, aber auch nur, weil Schenk so weit mit nach vorne kommt und jetzt den langen Ball bringt in Richtung Badmas, aber da ist Lorch da, bekommt den Ball nicht und jetzt Schulz, der zweite Ball landet auf der linken Seite
Und das ist Kereva, ist jetzt in Richtung 16er. Kubata schlägt den Ball raus und dann handelt er mit dem Kopf, glaube ich, noch dran. Damit gibt es den Einwurf, aber wichtig, genau das, was du eben gesagt hast, Chris, ja, dass Kuba genau diese Situation hat, wo er den Ball wirklich dann sauber rausspielt und versucht, die einfachen Dinge gut zu machen, statt die schweren Dinge dann ganz spektakulär irgendwie dann daneben zu hauen. Jetzt gibt es erstmal den Einwurf für Böckle, etwa 5 Meter von der Eckfahne entfernt. Der Ball kommt jetzt in den 16er, wird verlängert in die Arme von Ben Voll. Jetzt könnte es vielleicht mal schnell werden. Voll mit dem langen Ball in Richtung David Philipp und der im Laufduell. Ach, und super Grätsch, eine super Grätsch von Kulis. Ganz stark. Einwurf für die Viktoria von der linken Seite und das ist eine Aufgabe für Niklas Mai, selbstverständlich. Das wird wahrscheinlich auch, solange er auf dieser linken Seite spielt, immer so sein. Ist ungefähr 2 Meter von der Mittellinie entfernt in der gegnerischen Hälfte, wirft den Ball aber erstmal zurück in unsere eigene Hälfte. Da haben wir jetzt David Kubata am Ball und hinter ihm sehen wir das ein oder andere blanke Oberkörperchen im Fanblock der Viktoria. Oh ja. Bei oh ja, gefühlten zumindest minus 5 Grad. Du hast gesagt, angekündigt waren 4. Ich habe keine Ahnung, wie viel es jetzt tatsächlich sind, aber es ist tatsächlich sehr kalt. Und ich kann dir verraten, diese blanken Oberkörper, die gab es vorhin auch schon im Bus auf der Fahrt hierhin zu sehen. Oh. Und sagen wir es mal mit einem Lied von Milieu, schön ist anders. Also keine Augenweide und auch kein Augenstern. Definitiv nein. So, jetzt gibt es Freistoß für die Münsteraner von deren rechter Abwehrseite. Den hat Scherder bereits ausgeführt ins Zentrum auf Kulis. Der gibt weiter auf Bazzoli. Bazzoli schön auf die linke Seite gelegt. Da sind die Münsteraner versuchen den weiten Ball durch André Hahn. Da ist aber Sunajar zunächst mal dazwischen. Klärt ins Seiten aus. Einwurf für Preußen Münster von der linken Seite. Das übernimmt Benjamin Böckle. Der wird aber vom Schiedsrichter Wittmann durchaus noch ein paar Meter zurückbeordert. Täuscht dann an, nach hinten zu werfen und wirft dann erstmal irgendwo gar nicht hin, weil er überhaupt keine Anspielstation findet, mit der er zufrieden ist. Wirft dann weit, sucht Joel Grodowski, der auch mit dem Kopf verlängern kann, aber ins absolute Niemandsland. Da ist dann im Endeffekt David Kubata, der den Ball erläuft und zurückspielt auf Ben Voll. Der gibt weiter auf Michael Schulz. Der spielt zunächst mal Malik Batmas aus, aber dann der Fehlpass in den Lauf von Bazzoli. Bazzoli macht es jetzt schnell, gibt auf links auf Böckle, wirkt in Flankenposition. Schöne Flanke in den Strafraum und da verpasst Grodowski nicht den Ball, aber zumindest ist den Ball gezielt in Richtung unseres Tores zu bringen. Zweiter Ball jetzt von den Münsteranern im Halbfeld, wird zunächst mal auf links rausgeköpft. Da ist André Hahn. Hahn spielt auf Böckle. Der hat viel Platz auf links. Schöne Flanke. Der Kopfball zunächst mal von Moritz Fritz zur Klärung. Najar holt sich den Ball, wird geschoben von Bazzoli. Demzufolge Freistoß für die Viktoria. Und vielleicht ist das jetzt die Gelegenheit, wo Bazzoli da gerade dieses Foul gebracht hat, dieses wunderschöne bitte. Zitat von ihm anzubringen. Bitte. Denn Luca Bazzoli hat gesagt, und die Bild-Zeitung hat es groß als Titel einer, wahrscheinlich die Bild Münster, muss man natürlich dazu sagen, aber hat es groß als Schlagzeile eines Artikels verwendet, Corona hat mich zum Mann gemacht. So, ja, so sagte es Luca Bazzoli. Das ist doch mal ein Mann, ein Wort. Und der Hintergrund ist tatsächlich, dass er da noch Regionalliga gespielt hat und der Spielbetrieb ja ausgefallen ist und er die Zeit einfach genutzt hat, in die Muckibude zu gehen und aus seinem bis dahin schmächtigen Körper, wie er selber sagt, einen Mannskörper zu machen. Oh. Ja, das mit der Muckibude habe ich auch versucht. Genauso wie jetzt dieser tiefe Ball in Richtung David Philipp, der nicht funktioniert hat, genauso wie das bei mir mit dem Körperumbau während Corona auch nicht funktioniert hat. Deswegen geht es jetzt auch erstmal hinten rum, also nicht wegen meines Körpers, sondern weil der Pass nicht funktioniert hat, geht es hinten rum bei den Münsteranern über Keeper Schenk. Boah, jetzt wird es hier mal ein bisschen lauter, der Ball kommt wieder lang nach vorne. Das machen die Münsteraner nicht zum ersten Mal, da ist Jimirias Lorch. Aber der arbeitet ein bisschen zu viel mit den Händen und damit gibt es den Freistoß, weil dabei Batmas zu Boden geht. Der Ball ist jetzt auch schon ausgeführt. Über die linke Seite Alexander Hahn und wieder ein langer Ball auf die linke Seite. Da ist Böckle, der nimmt den Ball mit der Brust an, macht das sehr, sehr gut. Und jetzt der Pass in Richtung 16er. Da ist Grodowski im Duell mit Jeremias Lorch, der den Körper reinstellt und damit den Abschluss rausnimmt. Da holt er sich auch den Applaus ab da von Ben Voll, der zeigt, das war eine gute Aktion. So wollen wir das sehen. Die Münsteraner, muss man, glaube ich, bisher so sagen, in den ersten, ja, noch nicht ganz die erste Viertelstunde, aber doch ja, relativ spielbestimmend. Spiel tut sich dann doch eher vor unseren Augen hier ab, wo wir ja, auf der Seite von Ben Voll sind, der jetzt den lange, lange Ball bringt in Richtung David Philipp, der auch diesmal den Ball nicht kommt, aber zweiter Ball Moritz Fritz und der spielt den Ball nach vorne auf Sunajar, der ist jetzt 30 Meter vor dem Tor in 1 gegen 1 gegen Hahn, hat den Ball auf dem linken Fuß, Su, schießt mal ab, er schießt ja, warum denn nicht? Und eine starke Parade von
Schenk, aber dabei geht auf die rechte Seite, wo jetzt Luca Marseiler nochmal ins 1 gegen 1 geht. Der kann den Ball nochmal heiß machen, bringt die Kugel zu Moritz Fritz. Der nochmal rechts raus auf Sunajar. Da müsste eine Flanke kommen. Da kommt auch eine Flanke an den zweiten Pfosten. Findet kein Viktorianer. Zweiter Ball dann aber bei Niklas May, der mit dem Rücken aus dem 16er rausläuft. Ah, da gegen zwei, drei Mann, viel gestochere. Und da verliert Niklas den Ball. Und jetzt gibt es den Konter für die Münsteraner. Badmar zum Laufduell mit Jeremias Lorch. Und der setzt sich da durch und es gibt Einwurf für die Viktoria. Hat das vor allen Dingen sehr souverän gemacht, indem er den Ball nicht berührt hat. Genau. Als er dann das Seitenaus überquert hat. Deswegen gibt es sogar Einwurf für die Viktoria. Auch wenn er das nicht so ganz wahrhaben will. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass Niklas May den Ball jetzt in seinen Händen hat. Ein ganzes Stück in unserer eigenen Hälfte wirft zunächst mal auf Jeremias Lorch. Der dreht sich einmal um die eigene Achse, spielt dann auf halb rechts auf Michael Schulz. Der hat jetzt ein bisschen Platz, spielt den Ball flach in den Mittelkreis. Da ist David Philipp ihm entgegengekommen, Fehlpass dann auf Chereva. Chereva geht auf links, spielt auf Böckle. Böckle bleibt hängen an Simon Handle. Jetzt ein Duell der beiden. Handle spielt zunächst mal flach ins Zentrum. Da ist David Philipp, hat sich ein bisschen fallen lassen, dreht sich schön. Komm, raus damit. Ein paar Meter Raumgewinn, will dann durchstecken auf Handle, aber ein kleines bisschen zu steil. Den kann Simon Handle nicht erlaufen. Abstoß für die Münsteraner von ihrem eigenen Kasten, von Johannes Schenk. Wir schreiben die, genau jetzt sind 15 Minuten gespielt, auf die Sekunde genau, 0:0 weiterhin hier in Münster. Aber ich glaube, genau diese Aktion hat gezeigt, wie das hier heute funktionieren muss. Also Ballgewinn auf der rechten Seite und dann ging es sehr, sehr schnell. Zwei, drei kurze Bewegungen von Simon Handle, Pass ins Zentrum. Da war Simon auf der rechten Seite wieder frei und hat dann fast den Ball bekommen. Ich glaube, genau so muss es funktionieren. Jetzt erstmal wieder die Münsteraner. Das Spiel ist sehr linkslastig. Das hört ihr daran, dass wieder Chereva den Ball hat. Spielt den Ball ins Zentrum und jetzt geht über die linke Seite über Böckle. Läuft jetzt in die Viktoria-Hälfte, aber dann der Pass nicht entlang der Seitenauslinie, sondern ins Aus. Damit gibt es den Einwurf für die Viktoria und Michael Schulz gibt den Ball ab für Simon Handle. Da war für die Münsteraner mit Sicherheit mehr drin in dieser Aktion. Und jetzt Simon Handle lässt sich Zeit. Da tut sich jetzt noch keiner auf, der da so wirklich den Ball haben möchte. Genau, ja, richtig. Jetzt vielleicht mal Sunajar bietet sich an. Der Ball kommt aber auf den Kopf von Hahn. Der köpft nach vorne. Da ist Malik Batmas. Zweiter Ball bei Chereva hier vor unseren Augen. Der macht das gut, setzt sich dagegen drei Mann durch. Passt zurück auf Pazzoli und der erstmal auf Alexander Hahn. Und so spielt man sich aus Viktoria Pressing raus. Das haben die Münsteraner sehr, sehr gut gemacht und haben jetzt überschenkt den Ball wieder in den eigenen Reihen. Der ist wieder weit vor seinem eigenen 16er. Jetzt wieder ein Dreieraufbau. Die beiden äußeren Innenverteidiger ja, stehen außen mehr oder weniger und Schenk dann im Zentrum. Jetzt geht die Kugel erstmal auf die rechte Seite und wieder ins Zentrum zu Kulis, der sich viel ja, vorne mit einmischt, mehr so ein bisschen auf die Sechserposition im Spielaufbau. Hat jetzt auch wieder die Kugel am Fuß links rüber gespielt auf Hahn und der mit links wieder der lange Ball in Richtung Böckle. Aber da ist Michael Schulz da, haut die Rübe rein und es gibt Einwurf für die Münsteraner. Das übernimmt Benjamin Böckle von der linken Seite. Der Ball hat bereits seine Hände verlassen, hat erstmal zurückgeworfen in die eigene Hälfte auf André Hahn. Er spielt weiter ins Zentrum auf Nico Kulis, der dann folgerichtig weitergibt auf halb rechts auf Simon Scherder, der den Ball dann auf die rechte Außenbahn gibt, auf Jano Terhorst. Und nein, das war Rico Preisinger, ich entschuldige mich. Der Ball auf jeden Fall jetzt im Zentrum bei Chereva. Chereva nimmt Tempo auf, wird aber da ordentlich bearbeitet von Sunajar, verliert den Ball dann zunächst mal, kann ihn aber dann sich zurückholen und spielt auf links auf Hahn. Hahn mit einer weiten Flanke hoch in den Strafraum. Ben Voll kommt aus seinem Kasten gesegelt und klärt den Ball per Faust. Sehr, sehr stark gemacht. Masaila setzt sich da jetzt im Zweikampf durch. Ist da auch ordentlich behakt worden. Da markiert auch Markus Brzenska unten, sehe ich genau, weil er ganz genau exakt unter mir sitzt, in Richtung des Linienrichters, dass da doch mal ein Foul hätte gepfiffen werden sollen. Das ist nicht erfolgt. Jetzt hat Bazzoli sich gerade gegen Philipp durchgesetzt, den Ballbesitz erobert, spielt zunächst mal zurück auf Hahn. Hahn gibt auf die linke Seite auf Böckle. Böckle spielt zurück auf Hahn. Hahn gibt dann erstmal wieder in die eigene Hälfte auf Nico Kulis. Der steht in der eigenen Hälfte im Mittelkreis, spielt weiter auf Preisinger. Preisinger gibt auf Bazzoli. Alles immer noch im Mittelkreis, also keinerlei größere Bewegung. Jetzt hat Bazzoli mal Philipp ausgespielt, immer noch im Mittelkreis. Wahnsinn. Ja, jetzt hat der Ball den Mittelkreis endlich mal wieder verlassen. Ist auf der linken Seite bei André Hahn. Hahn, der ist durchaus offensivfreudig als Innenverteidiger, spielt ja dann zunächst mal auf Batmas. Batmas lässt sich auf den linken Flügel fallen, spielt dann flach, suchte Krodowski, ja, fand Lorch und der fand jetzt David Philipp. Der könnte jetzt mal ein bisschen Tempo aufnehmen. Schöne Grätsche von Bazzoli. Bisschen riskant zwar, aber tatsächlich gut gemacht. Da gibt es auch Applaus, sowohl von Coach Sascha Hildmann als auch von der Tribüne. Ballbesitz für die Münsteraner in ihrer eigenen Hälfte. Scherder spielt den Ball gerade auf rechts auf Terhorst. So sieht's aus. Der läuft jetzt in die Viktoria-Hälfte, ist im 1 gegen 1 gegen Masala, setzt sich durch, passt nach vorne. Aber dann erstmal wieder zurückgegeben in die Dreierkette auf Kulis.
Der Mann mit der 24 hat den Ball am Fuß, gibt jetzt links rüber auf Hahn. Und das hat Chris eben schon gesagt. Er ist sehr offensivfreudig, mit viele lange Bälle. Diesmal geht es aber ins Zentrum zu Bazzoli. Und er setzt sich da durch gegen David Philipp. Und da stellt er diesen Mannskörper rein, macht das stark. Ball auf die rechte Seite. Und Niklas May hat den Fuß dazwischen. Und es gibt Einwurf für die Münsteraner. Ich habe eben mit unserem Chefscout, mit Timo Röttger, noch kurz gesprochen. Er hat genau das gesagt, also die Nummer 32, Bazzoli, wahnsinnig stark, gerade körperlich, sehr intelligent auch im Spiel. Zeigt das bisher auch, aber jetzt könnte mal die Viktoria zeigen, dass sie intelligent ist mit Donny Bogicevic, der da ins Pressing geht, kommt nicht an den Ball. Aber tolle Grätsche dann von Moritz Fritz, obwohl der Ball dann wieder zu den Münsteraner kommt. Über die rechte Seite hätten sie es aufbauen können, aber der Fass von Cherevá landet nicht bei Tehorst, sondern im Seitenaus vor den Augen der Viktoria-Fans, die da zum Glück vom Regen geschützt sind, der jetzt so langsam sich immer breiter macht. Und es gibt den Einwurf für Niklas May. Und es ist genau, was du ansprichst, zum Glück vom Regen geschützt, weil das ist einer der Gründe, warum man sie heute so gut hört, die Jungs. Weil die haben, wenn die endlich mal Alarm machen, ein Dach drüber, was die Akustik natürlich wahnsinnig begünstigt. Und wahrscheinlich auch, dass man sich da jetzt tatsächlich mit blankem Oberkörper hinstellen kann. Aber wirklich Kompliment. Kann man das? Boah. Offensichtlich kann man es, ja. Was das jetzt für Konsequenzen hat für die Arbeitswoche, die ansteht, das wollen wir nicht drüber spekulieren. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, wirklich Kompliment darüber an die Jungs. Ja. Die machen richtig Alarm, man sieht auch richtig Bewegung und man hört es. Und das ist jetzt hier ein Stadion, Münster, das haben auch zum Beispiel Olaf Janssen und Simon Handl in der Coaching-Zone gesagt, das ist jetzt hier kein Stadion, wo die Heimkurve selber keinen Alarm macht, sondern da muss man wirklich erstmal akustisch gegen ankommen. Und vor allem, die meisten von denen werden vor Mitternacht nicht die Augen zumachen können, weil sie wahrscheinlich dann noch nicht zu Hause sein werden. Ganz also genau. Zu dieser Uhrzeit hier hinzukommen, damit Abreise und so weiter. Ja, ich denke mal, ganz großen Respekt. Ich gehe mal von Mitternacht als Ankunft wieder in Köln. Genau. Da gehe ich ungefähr von aus. Ja. So, jetzt gehe ich von Michael Schulz aus, der da leider einen halben Schritt zu spät kommt. Was der Linienrichter aber gar nicht so erkennt, der Ball hatte tatsächlich die Seitenauslinie überquert, muss man schon fairerweise sagen. Ist aber wurscht, so gibt es keinen Einwurf für Münster in unserer Hälfte, sondern in Anführungsstrichen nur Abstoß vom eigenen Kasten. Johannes Schenk hält den Ball im Moment noch in der Hand, legt ihn jetzt gleich aber auf die Linie des 5-Meter-Raums. Aber ganz kurz, was ich sehr interessant finde, David Philipp und Sunajar sehen wir nicht direkt am 16er, nur Luca Marseiler. Und wo ich sage, geht Sunajar jetzt dahin. Und die beiden Innenverteidiger der Münsteraner jetzt im 5-Meter-Raum. Da wird Hahn noch angespielt. Auf die linke Seite zu Cherevá. Wir sind noch auf Höhe des 16ers, weil da geht Simon Handl ins Pressing. Und jetzt der Pass auf Schenk. Und da wäre Marseiler fast da gewesen. Aber der Ball kommt lang in Richtung Jeremias Lorsch. Der spielt ihn nach vorne. Gearbeitet. Und dann Bazzoli da über die rechte Seite. Wollen sie das Spiel jetzt aufbauen? Das ist Scherda mit dem Pass auf die rechte Seite. Starke Grätsche da von Terhorst. Und damit kann er den Ball halten. Aber da kommt David Kubata, holt die Kugel für die Viktoria. Und ist der Ball nach vorne zu Luca Marseiler. Und der will sich da selber ausdribbeln. Das funktioniert leider. Und jetzt die Münsteraner übers Zentrum. Mit dem tiefen Ball in Richtung 16. Aber das ist Ben voll. Hat den Fuß da dazwischen. Da wäre Grodowski fast durch gewesen. Und Fritz verlängert erstmal nach vorne in Richtung David Philipp. Der kann sich aber nicht durchsetzen. Und damit Ballgewinn für die Münsteraner. Und der Ball ist auf der linken Seite bei André Hahn, dem offensivfreudigen Innenverteidiger, wie wir es jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben. Spielt weiter auf Böckle, Böckle auf Bazzoli. Der gibt zunächst mal zurück auf André Hahn. Wieder ein geordneterer, ruhigerer Spielaufbau bei den Münsteranern. Und da prescht auf einmal Luca Marseiler dazwischen auf der linken Seite. Bevor Simon Scherder an den Ball kommen konnte, Marseiler dringt in diesem Moment in den Strafraum ein, gibt den Ball flach in die Mitte und dann kann Nico Kulis reingrätschen, bevor David Philipp potenziell in sehr, 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 sehr aussichtsreicher Position an den Ball gekommen wäre. Demzufolge gibt es aber die erste Ecke für die Viktoria in der 23. Spielminute, also fast genau zur Hälfte der ersten Hälfte. Ecke von der linken Seite. Wir erwarten zumindest, ja, es ist in der Tat verdammt kalt. Wir erwarten David Philipp als ausführende Person dieser Ecke, bedeutet als Linksfuß bringt er den Ball von der linken Seite mit Schnitt vom Tor weg. Wenn er nicht gerade einen absoluten Wunderfuß hat, der den von der Seite, okay, nee, das wird jetzt zu weit führen. Philipp mit der Ecke hochgebracht, Michael Schulz ist zur Stelle, der Ball bringt nicht ganz aufs Tor, aber Hante holt sich den zweiten Ball auf dem rechten Flügel, schöne scharfe Flanke, da ist Schulz und der Ball ist im Tor, der Ball ist im Tor, ja, der Tor zählt! Das Tor zählt. Viktoria Köln geht mit 1:0 in Führung in der 23. Minute. Wir konnten jetzt nicht wirklich erkennen, wer es im Endeffekt war, der den Ball über die Linie gestochen hat. Ich glaube, es war Luca Marseiler, der da einfach goldrichtig stand. Wir können das mal noch so ein bisschen rekapitulieren. Alter Schwede, was ist denn jetzt los? Flanke von Hunter nach
nachdem die Münsteraner die Ecke zunächst geklärt hatten, Hand geflankt, dann gab es einen Kopfball, ich glaube von Schulz, auf jeden Fall ich an glaube den auch, langen, es war eine 3, also Moritz Fritz oder Michael Schulz. An den langen linken Innenpfosten, der Ball prallt dann vom Innenpfosten ab, läuft ein Stückchen parallel zur Torlinie und dann ist es einer unserer Spieler, ich denke mal, dass es Luca Masaila war, der den Ball dann im Endeffekt über die Linie gedrückt hat. Tor in der aus 24. Spielminute für Viktoria Köln, neuer Spielstand 0:1, Torschütze war der Spieler mit der 39, David Kubata. Wir hören hier gerade vom Stadionsprecher, der gibt tatsächlich David Kubata als Torschützen an. Aber jetzt erstmal Simon Handel, das könnte mal gefährlich werden und dann schießen die Münsteraner gegenseitig an. Jetzt Moritz Fritz nochmal mit einem tiefen Ball in den 16er, Sunajar im Laufduell, kann sich aber nicht durchsetzen, starke Grätsche, zweiter Ball gehört dann aber doch zu. Hat den Ball auf dem linken Fuß, jetzt an der Eckfahne, das Tempo ist so ein bisschen raus, ja, da hätte mehr passieren können. Jetzt erstmal Lorch im Zentrum, gibt zurück. Also ich habe Arno auch gefragt, er hat gesagt, Luca Masaila. Ja, für mich sah es auch nach Masaila aus, aber ja, ich meine, die 30 und die 39, das kann man von den Nummern her zumindest auch leicht mal verwechseln. Das ist genau. Allerdings ist natürlich David Kubata geschätzte 8 Meter größer als Luca Masaila. So sieht's aus. Jetzt erstmal die Viktoria wieder über Sunat. Ja, und der wird gelegt. Etwa 20 Meter vor dem Freistoß. Kasten und da gibt es den Freistoß. Eine sehr, sehr gute Position. Eine sehr, sehr gute Position. Das ist allerdings eigentlich eine Traumposition für den Freistoß. Vielleicht genau sogar zentral. Ein Ticken zu zentral. Ja. Allerdings für den Torhüter schwer, dann sich auf eine Seite. Vor allen Dingen, es hängt dann auch davon ab, wer sich da jetzt alles positioniert. Und wir sehen David Philipp natürlich als Linksfuß. Der ich glaube, Donny Buricevic könnte Donny wäre ein Kandidat sein. Luca vielleicht auch. Luca Masaila würde ich jetzt zumindest, dass er sich dazustellt, auch nicht mal ausschließen. Aber ich glaube, es konzentriert sich auf Philipp als Linksfuß oder Buricevic als Rechtsfuß. Simon Handler befindet sich da auch noch zumindest in der Nähe. Vielleicht gibt es ja eine schöne Trickvariante wie bei der WM 2014, als Thomas Müller sich da so schön hingelegt hat. Aber jetzt geht Simon Handler weg. Also wir sehen keinen Münsteraner, der sich hinter die eigene Mauer legt. Stimmt, das macht man das in FIFA mittlerweile ganz gerne. Ja, richtig. Wir die sehen Mauer, aber eine Zwei-Mann-Mauer von der Viktoria auch davor, ne? Schulz und Fritz. Ich finde es auch gut, dass wir selber die Münsteraner davor schützen, den Ball vielleicht abzubekommen. Nee, da wird natürlich irgendwie noch aus dem Weg geprescht werden. Genau. Auf jeden Fall. Jetzt. Philipp läuft an mit links, aber der Freistoß in die Mauer. Den zweiten Ball von Mai, der schießt Kubata an. Ja, da liegt Münsteraner und deswegen werden die Fans auch lauten. Jetzt sind sofort auch die Physios da. Also ich guck mir das gerade mal mit Arno hier auf dem Handy an. Also Flanke von Simon Handle, es geht um das Tor. Geht an den Pfosten und dann ist es Luca Masaila, der den Ball reinstochert. Haben wir das doch also nicht gesehen. Kubata, sondern Luca Masaila. Wir hätten es aber auch David Kubata gegönnt. Also das auf jeden Fall. Aber es war eine 3 und dann dahinter etwas mit Kreis. Das war ja soweit schon mal richtig. So, wir können jetzt so schön rumschwadronieren, weil da gerade der Spieler der Münsteraner noch behandelt wird. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, wer es ist. Allerdings gibt den Applaus von den Fans. Er sitzt zwar noch da, aber die Mitspieler machen sich noch den Weg da so langsam weg. Das heißt, es sieht ganz gut aus. Rico Preissinger müsste das sein. Ja? Ich glaube, ich habe die 21 beim Aufstehen kurz gesehen. Und so die Kopfform sieht mir jetzt auch nach eine preissingerische Kopfform. Dabei bist du the Shell, ne? Also, will ich nur noch mal erwähnt haben. Apropos, ich the Shell, bitte erinnere mich noch mal in der Halbzeit dran. Da wollte ich nämlich genau zu diesem Thema, dass ich The Shell bin, würde ich gerne noch etwas anbringen. Rico Preissinger scheint es aber soweit wieder gut zu gehen und er ist es auch tatsächlich, steht jetzt da bereit, an der Außenlinie, um wieder ins Spiel zurückgerufen zu werden. Das hat er schließlich im Moment noch nicht getan, doch in dieser Sekunde, wo ich sage. Und der Ball ist bei David Kubata auf Höhe der Mittellinie. Dann vertändeln er und Moritz Fritz den Ball tatsächlich ein bisschen unnötig. Bazzoli wird dann zu Fall gebracht. Da hat offensichtlich Luca Masaila noch einen größeren Mannskörper als Bazzoli gehabt, denn er hat ihn da ziemlich leicht wegchecken können. Ja, Schiri holt sich jetzt auch zwei Jungs ran. Das sind Cherewa und Moritz Fritz. Das gibt jetzt nochmal eine deutliche Ermahnung. Mhm. Noch keine Karte, aber ja, da geben die beiden Jungs sich jetzt auch die Hand. Und das Spiel geht jetzt weiter mit dem Freistoß der Münsteraner hintenrum. Und jetzt wieder richtiges Pressing der Viktoria. Und da ist Luca Masaila, holt den Ball. Jetzt Donny Bogicevic. Wir sind im Mittelkreis. Moritz Fritz mit dem Ball nach vorne. Der kommt aber dann in die Füße von Preissinger. Und der spielt nach vorne auf Cherewa. Der legt sich den Ball zu weit nach vorne. Und dann ist Sunat Jada in der gegnerischen Hälfte mit dem Ballgewinn. Jetzt über die rechte Seite da im Duell mit Böckle. Der sich den Ball erst einmal holt und dann ins Zentrum spielt zu Hahn und der mit dem langen Ball. Aber genau, auf den Mannskörper von Moritz Fritz. Er spielt rechts rüber auf Simon Handle, der hält den Ball und dann zurückgegeben auf Michael Schulz. Und damit erstmal Spielaufbau über David Kubata, der da sich sehr weit ins Zentrum begibt.
Jetzt der Ball links rüber auf Donny Bogicevic. Wir sind wieder in der Münsteraner Hälfte, 30 Meter vor dem Tor. Pass auf Luca Marseiler und der will sich den Ball in den 16er legen, wird dabei aber angelaufen von einem Münsteraner, den Ball holt und dann der lange Ball von Schenk in Richtung Grodowski. Kopfballverlängerung Fritz. Der Ball kommt dann zu Lorch, der spielt nach vorne, der wird da gelegt und es gibt den Freistoß. Unser Kollege Hendrik, der krönt ja ganz gerne schon mal bei Radioübertragung das Wort des Tages. Ich erinnere mich, als ihr zwei, ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war, aber als ihr zwei reportiert habt, war es mal das Wort Sponsorenzylinder. Ja. Heute ist es definitiv das Wort Mannskörper. Also ich glaube das, auch. Da werden wir wohl nicht drum rumkommen, das zu küren. Wobei, ich weiß ja noch nicht, was du in der Halbzeit so vorhast. Ne? Also wer weiß, ob es da ein anderes Wort gibt, aber bleibt auf jeden Fall dran. Da wird es nicht drankommen, das kann man, glaube ich, definitiv schon mal sagen. Was hoffentlich auch nicht passieren wird, ist, dass ein Münsteraner an den Freistoß von Kubata drankommt, denn so ist es auch, der ist bei Niklas Mai. Mai treibt den Ball jetzt mit viel Dynamik in die Zentrale der Hälfte, gibt dann rechts raus auf Handler, Hante täuscht an, flankt dann mit links in den Strafraum. Da ist zunächst mal ein Münsteraner zur Stelle, der köpfen kann. Den zweiten Ball hatten wir dann mal kurz, köpfen ihn wieder in den Strafraum, da fliegt er schon wieder raus. Und Handle wird jetzt abgelaufen von Malik Batmas, der da sehr, sehr eifrig mit zurückarbeitet, der Stürmer. Dann versuchen die Münsteraner auf der linken Seite sich da freizuführen. Also. Batmas ist mal so richtig am Sicken, wie man so schön sagt. Ja. Schießt den Ball da mit voller Wucht gegen die Werbebande. Ich würde sagen, der ist würdig. Sagt, der war schwerwürdig, genau. Was mich erinnert, dass wir beide unbedingt mal vorhatten, ein Spiel zusammen auf Kölsch zu reportieren. Das müssen wir irgendwann noch wahrhaben. Das wird noch und kommen. Jetzt habe ich es endlich auf Sendung. Apropos auf Sendung. Jetzt müssen wir es machen. Genau. Und apropos auf Sendung. Vielen lieben Dank für die 10 Daumen nach oben, die ihr uns schon gegeben habt. Das spricht dafür, und bei nur einem Daumen nach unten spricht das dafür, dass man uns in guter Qualität verstehen kann. Und dass vielleicht sogar der Inhalt von uns und vom Spiel ganz gut ist. Wie jetzt gerade dieser Rückpass von David Kubata in höchster Not, der da bedrängt war von Joel Grodowski. Zurück auf Ben Voll. Der wurde dann weiter angelaufen von Grodowski und geht, man kann ein Stückchen sagen, auf Nummer sicher, indem man den Ball zunächst mal ins Seiten ausspielt. Der Regen, der sitzt jetzt hier mittlerweile immer stärker ein in Münster, kann man sagen. Also es ist der Jan tut mir leid. Wo haben wir da ist er heute echt. Der müsste auf der rechten Seite sein, weil er ja unsere Jungs von vorne fotografieren möchte. Ich habe ihm eben extra noch Regenschirm und alles aufgebaut. Ich hoffe, es funktioniert. Jetzt der Ball erstmal bei uns im 16er und es funktioniert, dass Lorch den Ball weit nach vorne spielt, aber in die Füße von Kulis müsste das sein. Er gibt den Ball da links rüber auf Alexander Hahn. Da wäre es mal kurz gefährlich geworden in unserem 16er. Allerdings nichts passiert. Und jetzt der Ball auf Scherevar, der auf die linke Seite zu Böckle und der angelaufen schön von, Schulz. Sehr, sehr gut. Und jetzt Spieler vor durch Zentrum. Moritz Fritz. Eine Drehung. Damit hat er sich aus dem Pressing gelöst. Jetzt der Ball von Simon Handel lang in Richtung Sunajar. Der kann den Ball nicht annehmen. Allerdings den zweiten hat er. Und dann Moritz Fritz und der rutscht aus. Wie es gegen Scherevar. Kommt der nochmal ins Duell. Allerdings nur ohne Foul. Das war kein Foul. Ich hätte Freistoß gegeben, aber es geht weiter mit Sunajar. Ball nach vorne rausgeköpft. Und jetzt Alexander Hahn, da wird das Stadion auch noch mal kurz laut. Hahn mit dem Ball nach vorne ins Seiten aus. Ich wollte gerade klug scheißen und den Bessi darauf hinweisen, dass Alexander Hahn gar nicht Alexander Hahn heißt, sondern André Hahn. Aber André Hahn ist der von Augsburg. Der Ball zwei liegen weiter oben. Ich nehme alles zurück und behaupte das genaue Gegenteil. Aber nicht behaupte ich das Gegenteil, wenn es jetzt um den Einwurf von Simon Handle geht, denn der wird jetzt gleich erfolgen von der rechten Seite in die gegnerische Hälfte. Da ist aber zunächst mal, ich glaube, das ist Nico Kulis, genau, der den Ballbesitz erobern kann. Spielt zurück auf Alexander Hahn, ein sehr erfreulicher, offensivfreudiger linker Innenverteidiger. Spielt zunächst mal weiter auf Scherder. Scherder mit einem katastrophalen Pass auf David Philipp. Über Kobasi! Marin! Ja! 2:0 in der 32. Spielminute und es ist schon wieder Luca Marseiler, der hier zuschlägt. Aber was für ein katastrophaler Fehler von Simon Scherder. Vollkommen unnötig schießt er da. Also er bekommt den Ball vollkommen freistehend zugepasst. Da war keinerlei Bedrängnis oder irgendwas. Und kann dann den Ball nicht richtig annehmen. Auf jeden Fall prallt er ihm in einer Bogenlampe vom Fuß weg. David Philipp kann den Ball erlaufen, läuft dann auf den Torwart zu, legt quer auf Marseiler. Marseiler zunächst noch sah es fast so aus, als würde er den Ball vertändeln. Schafft es dann aber noch, den Ballbesitz zu erobern, sich einmal kurz mit einer Körpertäuschung zu drehen und dann Johannes Schenk keine Chance zu lassen. Und so steht es in der 33. Spielminute hier tatsächlich schon 2:0 für die Viktoria in Münster. Ja, so sieht's aus. Sehr, sehr wichtig, sehr, sehr gut und das ohne wirklich sehr viel Ballbesitz zu haben. Aber manchmal muss es nicht schön sein, sondern einfach erfolgreich. Natürlich, natürlich. Und, ja, so ein 2:0 nehmen wir, auch für die Münsteraner das bisher sehr, sehr gut machen. Und gerade das finde ich nochmal umso stärker, dass wir es gegen so einen starken Gegner bisher sehr, sehr gut machen, wie das jetzt auch Michael Schulz im Kopfballduell tut. Ball nach vorne auf David Philipp, der springt da
in den Rücken von Vazzoli. Allerdings kein Foul. Vorteil Münster mit Hahn und der spielt den Ball nach vorne auf Handle, der erstmal wieder mit dem Rebound. Und jetzt war Vazzoli zuletzt dran, das müsste Einwurf für Viktoria geben. So sieht es auch aus, wenn sich hier die Münsteraner stark aufregen. Allerdings ist das ein Einwurf für unsere Viktoria. Das sieht auch der Schiedsrichter so. Und jetzt bekommt Simon Handle den Ball dazu, gespielt vom Balljungen und nimmt sich auch das Handtuch. Also er wirft nicht das Handtuch, sondern doch, jetzt hat er das Handtuch geworfen. Jetzt hat er es tatsächlich geworfen. Allerdings macht er weiter und hat den Ball in der Hand, wahrscheinlich sehr glitschig. Und jetzt Fritz gibt den wieder zurück. Auf Handel, langer Ball nach vorne, David Philipp, ja, der hat es da schwer. Und jetzt die Münsteraner wieder unser Ball. Das ist Moritz Ritz auf der starken Grätsche. Jetzt Luca Masse, das ist ein Foul von Preisinger und das muss Geld geben. Das muss doch Geld geben. Und jetzt erhitzte Gemüter, Gelb gibt es für Preisinger. Und da liegen zwei Mann am Boden. Einmal Luca Marseiler, wo jetzt auch Tim Kruse und Ben Srenk, unsere beiden Physiotherapeuten, hingehen. Und es wird da jetzt laut, weil da vorher auch noch ein Münsteraner am Boden lag. Ich hab's jetzt nicht als Foul gesehen, aber habe jetzt auch keine Wiederholung. Und jetzt muss Marseiler hier auch kurz behandelt werden. Unsere Physios sind da. Der Schiedsrichter noch mit ein paar Worten zu Scherder. Vierte gelbe Karte für Rico Preisinger möchte ich ganz kurz einwerfen. Wenn ich schon die Vornamen der Münsteraner Spieler nicht wirklich drauf habe, dann vielleicht zumindest ihre Statistiken. So, wir haben schon 15 Daumen nach oben. Vielen lieben Dank, liebe Hörende. Das macht gleich nochmal mehr Spaß, dann hier in der Kälte zu sitzen, wenn man hört und sieht, oder in diesem Fall natürlich deutlich mehr sieht, als dass man es hört, dass das, was wir machen, hier so gut bei euch ankommt. Wir haben jetzt gerade nochmal um Handy nachgeguckt, also es war ganz klar Ball gespielt von Moritz Fritz und danach, das war ein Foul, also vom Schiedsrichter, auch wenn er hier kurz so genannt wurde wie ein ehemaliger Dortmund-Stürmer von den Fans der Münsteraner, das war schon so richtig. Man hat ihn Jan Koller genannt? Also Aubameyang hat man ihn nicht genannt. Alles klar, unsere Physios haben den Platz wieder verlassen und die Möglichkeit, den Freistoß auszuführen, die werden sich jetzt gleich... Entweder wird sich die David Philipp oder Donny Bogicevic nehmen. Es ist eine halbrechte Position. Ich würde sagen 35 Meter von der Torauslinie entfernt. Philipp spielt den Ball ja so halb hoch auf Marseiler. Und da gibt es jetzt die Fahne vom Linienrichter nach oben. Entweder abseits oder vielleicht war sogar Marseiler mit der Hand am Ball. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Freistoß für Münster auch bereits ausgeführt. Simon Scherder hat den Ball weitergespielt auf Jano Terhorst. Bekommt ihn von Terhorst zurück. Und Scherder traut sich zumindest, den Ball zum Torwart zurückzuspielen, trotz seines Fauxpas vorhin, der zum 2-0 geführt hat. Der Ball nichtsdestotrotz jetzt bei Viktoria. Sunajar verliert da gegen Alexander Hahn den Zweikampf. Dann haben wir Bazzoli, der zunächst mal auf rechts spielt, auf Scherder. Scherder spielt den Ball dann ganz hoch und weit. Da können wir jetzt vielleicht Kubata gegen Batmas, ist gar nicht erst ins Kopfballduell gekommen, sondern Moritz Fritz spielt den Ball flach auf Bogicevic. Bogicevic wird da, oh, das sieht ja aus wie beim Wrestling, was da Luca Bazzoli mit ihm macht. Und er kriegt auch vollkommen zurecht hier in der 36. Minute die gelbe Karte. Damit jetzt beide zentrale Mittelfeldspieler bei den Preußen mit Gelb vorbelastet. Das könnte natürlich für uns auch nochmal interessant und ein Vorteil sein, weil gerade das sind ja Positionen, die häufig dafür in Frage kommen, Konter zu unterbinden. Ja. Für Bazzoli ist es exakt wie bei Preisinger auch die vierte gelbe Karte. Vielleicht nur zur Komplettierung, wer da tatsächlich gefährdet wäre für eine potenzielle fünfte gelbe Kartensperre. Das sind bei den Münsteranern Simon Scherder und Nico Kulis. Und der Freistoß, der ist in den Strafraum erfolgt, konnte aber rausgefährt werden und Kschereva versucht zu kontern. Das kann Bogicevic wunderbar unterbinden und sogar auch noch den Pass zumindest so halbwegs verhindern, sodass der Ball ganz problemlos bei Simon Handler ankommt. Der Ball dann wird weitergeleitet auf den linken Flügel. Da konnte Marseiler ihn allerdings nicht mehr erlaufen. Einwurf für die Münsteraner. Der ist auch bereits ausgeführt worden. In den Strafraum zu Nico Kulis. Der spielt zurück auf Johannes Schenk. Da wäre aber David Philipp fast dran gekommen. Philipp schenkt ihm nichts. Sehr schön, sehr schön. So, der Ball versucht auf die linke Seite von Böckle, nein, auf Böckle zu spielen. Das hat aber Simon Handler wiederum unterbinden können. Klärt den Ball ins Seitenhaus. Einwurf für die Münsteraner, den hat Bazzoli ausgeführt. Zurück auf Alexander Hahn. Alexander Hahn jetzt angelaufen von Najar und spielt deswegen zunächst mal zurück auf Johannes Schenk. So sieht es aus, hat den Ball am Fuß und jetzt auch wieder der Dreieraufbau, wo sich die beiden Innenverteidiger wieder nach hinten fallen lassen und Kulis auf die Sechserposition geht in den Rücken von David Philipp. Dabei geht aber auf Cherewa auf der Mittellinie. Ja, zurückgespielt auf Alexander Hahn. Ich habe gedacht, der Ball kommt ein bisschen weiter nach vorne. Allerdings geht es wieder hinten rum für die Münsteraner. Im eigenen 16er hat Schenk den Ball wieder angelaufen von David Philipp. Macht das aber sehr, sehr gut. Spielt den Ball auf die rechte Seite zu Scherder. Hat den Ball auf
dem rechten Fuß. Jetzt der Pass nach vorne auf Grodowski. Und dann Niklas Mai ganz, ganz stark holt sich die Kugel. Ist jetzt im Zentrum. Der Pass auf Moritz Witzig. Steht er fast auf dem Anstoßkreis. Jetzt zu Simon Handle in die eigene Hälfte zurück. Und er muss wieder zurückgeben, weil die Münsteraner das sehr, sehr gut zustellen. Schulz auf die Sechserposition zu Lorch, der da ein bisschen weiter nach vorne geht. Dann Simon Handle wieder ein tiefer Ball in Richtung David Philipp. Für den ist es sehr, sehr schwer dagegen, Kulis. Und jetzt erstmal die Münsteraner, wieder mit dem Ball im Zentrum. Und da ist dann Moritz Fritz, spielt rechts rüber auf zu Nadjar. Dann zweimal mit dem Fuß dazwischen. Jetzt Lorch links rüber auf Bogicevic. Ja, da fehlt so ein bisschen die Abstimmung mit David Kubata. Allerdings geht es hinten rum. Da ist nichts passiert. Das wäre eher ein Ball für David Kubata gewesen. Aber auch Donny Bogicevic macht das gut. Gibt zurück auf Ben Voll, hat die Kugel auf dem rechten Fuß, macht einen Schritt nach vorne und damit links die Kugel in Richtung Marseiller gespielt und der verlängert auf den Fuß von Hahn. Wieder der Ball nach vorne. Oh, mit dem Fuß voraus von... Bazzoli geht da mit dem Fuß voraus. Es war keine offene Sohle, deswegen müssen wir hier nicht über den Platzverweis reden. Allerdings war das schon ein Foul, und wir müssen wo die Physios wiederkommen müssen. Wir müssen vor allen Dingen über die Schmerzen reden, ja, die da der Viktoria-Spieler, und da bildet sich jetzt auch eine Traube rund um ihn herum aus Münsteraner und Kölner Spielern. Da gibt es nur noch einen ordentlichen Diskussionsbedarf. Kubata zeigt ziemlich erregt an, dass da sehr wohl der Fuß draufgehalten worden ist. Jetzt gibt es da noch ein bisschen Diskussionsbedarf von den Münsteranern wie von den Viktoria-Jungs. Nichtsdestotrotz gilt meine größte Sorge zunächst mal unserem Spieler, der da am Boden liegt. Genau. Also der Schiedsrichter macht keine Anstrengung, den Jungen hier vom Platz zu stellen. Nein, das wird nicht mehr passieren. In meinen Augen auch richtig, da war jetzt nichts Böswilliges dabei. Wäre das offene Solo gewesen, würden wir darüber reden. Aber ich glaube, in dem Fall müssen wir da nicht darüber reden, dass hier einer vom Platz muss. Bin ich ganz bei dir. Allerdings, natürlich wird es jetzt bei der nächsten kleinen Aktion dann schon... Ja. Oder wahrscheinlich, wenn er das noch schafft, die letzten 5 Minuten, wird er wahrscheinlich nicht mehr aus der Kabine kommen, weil das einfach zu ein großes Risiko dann ist. Ja. Und Sascha Hildmann dann da durchtauscht. Da hätten wir ja durchaus noch mit Jindovian wahrscheinlich den Paradekandidaten im Kader, Rumänen, auf der Reservebank bei den Münsteranern. Also Moritz Fritz steht wieder. Der Junge, der sich gefühlt in jedem Spiel irgendwas holt. Also wenn das Auge nicht getackert ist oder irgendwo... nichts genäht werden muss, dann glaube ich, war es für Moritz Fritz kein kompletter Spieltag. Genau wie er damals als Schlumpf auf dem Platz rumgelaufen ist. Ja, ne? Richtig. Ich erinnere mich. Ich mich tatsächlich auch so. Er wird jetzt rausbegleitet von unseren Physios vom Platz am Freistoß. Naja, fast, sagen wir mal, an der Kante des Mittelkreises haben wir da Lorch und Schulz bereitstehen. Malik Batmas ist auch in der Nähe. Batmas bekommt jetzt noch mal kurz den Arm auf die Schulter gelegt vom Unparteiischen, der das Spiel jetzt wieder freigegeben hat. Freistoß von Lorch, der versucht den Ball ganz schnell tief zu bringen auf Marseiller. Ja, die Idee war nicht verkehrt. Ausführung, ja, war verkehrt jetzt auch nicht, aber auch nicht so wirklich gut. Nichtsdestotrotz sind es jetzt die Münsteraner, die in dieser Sekunde die Mittellinie überqueren mit einem sehr, sehr schnellen Jano Terhorst. Der ist schon am Mittelkreis, spielt auf Grodowski, am Strafraum, Entschuldigung. Grodowski auf der rechten Seite, flankt in den Strafraum. Najar springt da unterm Ball durch, Kschereva legt ab auf Terhorst. Terhorst gibt in den Rückraum. Da kommt mal die Möglichkeit für die Münsteraner abzuschließen von Preisinger, aber geblockt von einem Viktoria-Spieler. Der Ball prallt dann ohne große Zielgenauigkeit in den Strafraum, wo Ben Voll ihn problemlos aufnehmen und zunächst mal in seinen, wie ich das ja immer mir angewöhnt habe zu sagen, fangbereiten Händen, oder ich sollte vielleicht fangbegierige Hände daraus machen. Ja, das ist doch natürlich noch ein bisschen auch gutes schöner. Wort. Ja. Jetzt erstmal gierig da auch David Philipp, bekommt den Ball aber nicht, verliert ihn da an Preisinger im Mittelkreis. Und jetzt langer, langer Ball. Schulz hält da zu lange. Und da kann man Freistoß geben. Da muss man Freistoß geben. Also da müssen wir uns nicht beschweren, wenn das abgepfiffen wird. Ihr hört es jetzt auch, die Münsteraner werden sehr, sehr laut. Ja, und das ist jetzt auch mal zurecht. Also das war nur wirklich catchen. Ah, hier, es ist nicht an Koller. Ach der Ballesänger, der sagt das so doch gleich. So, der ist es. Jetzt erstmal Münster, die hier im Preußenstadion spielen und nicht auf Mallorca, und zwar über die linke Seite. Das ist Böckle mit dem Pass im Zentrum, Bazzoli zurückgegeben auf Hahn und damit die Münsteraner, die das Spiel jetzt nochmal ein wenig ruhiger machen. Hier ist gleich Halbzeit, es sind noch 3 Minuten genau jetzt zu spielen und Münster drauf und dran, den Ball nochmal nach vorne zu bringen, und da ist Schereva verlängert für Grodowski, aber dann Jeremias Lorch macht das sehr, sehr gut. Von nach vorne verteidigt, hat den Ball auf dem Fuß, ist jetzt auf der Münsteraner Seite und dann in den Rücken von Bogicevic und damit wieder die Münsteraner da. Grodowski, das ist dann Foul von Lorch und es wird wieder nicht gewinnen. Okay, sorry. Aber auch das war ein Foul. Man muss mal sagen, er hat Eier, der Schiedsrichter. Also ich glaube, ich an seiner Stelle hätte jetzt aus Prinzip schon oder aus Schiss eigentlich Freistoß für Münster gegeben. Aber es ist eine Linie. Ja, absolut.
Er zieht sich hier, hat kein Problem, sich hier den Unmut des Publikums auf sich zu ziehen. Jetzt dabei erstmal links auf Böckle. Böckle mit der Flanke in den Strafraum. Da springen die Viktorianer unter dem Ball durch. Badmas legt ab auf Terhorst. Terhorst an der rechten Seite des Strafraums. Oh, ganz nein! Und das gibt da es nicht! Ist der Anschlusstreffer durch Luca Bazzoli, den wir schon fast vom Platz geschrieben hatten oder gesprochen hatten. 43. Spielminute. Das wäre zu verhindern gewesen, dieser Gegentreffer, muss aber man ganz klar sagen. Bazzoli kann im Endeffekt aus 1-2 Metern Abstand einköpfen nach dieser schönen Flanke von Terhorst. Und da hätte man einfach viel, viel früher klären müssen, den Ball aus unserem eigenen 16er raus. Und jetzt gibt es Gelb für Sascha Hildmann, der sich da sehr laut beschwert hat. Das sorgt jetzt auch nicht gerade dafür, dass hier dem Schiedsrichter gegenüber das Publikum positiver gestimmt ist. Ach hey, die haben ja auch so einen Kirmesansager. Ist ja furchtbar. Luca! Luca! Neuer Spielstand in Portenstadt in SC Preußen Münster. Viktoria Köln. 2. Und damit geht es weiter für die Viktoria über die linke Seite. Niklas Meyer, ein langer, langer Ball in Richtung Luca Marseiler. Und er hat es hier durchgesetzt gegen Scherler, hat den Ball auf dem Fuß. Läuft jetzt in Richtung 16er, immer noch. Luca Marseiler ist jetzt im 16er. Und da fällt er. Und da gibt es keinen Freistoß, keinen Elfmeter, sondern einen Konter für die Münsteraner über die linke Seite. Da ist Hahn und dann Simon Handel. Und er verpasst da den Ball zu bekommen. Jetzt über die linke Seite und es wird wieder laut. Und jetzt Grodowski im Duell mit Michael Schulz. Ist da ganz einfach vorbei. Grodowski mit dem Ball ins Zentrum. Und da ist Badmatz. Und das Tor, das gibt es doch nicht. Wie unnötig! Das war sowas von mit Ansage. Sowas von mit Ansage. Das war auch, da kann man sagen, der Assist ist zwar erstmal mega gut gewesen von Joel Grodowski, aber der Assist geht auch, naja, sagen wir mal zu 50% ans Publikum, denn hier war jetzt auf einmal richtig, richtig Energie und Elektrizität in der Luft. Und das nützen die Münsteraner leider aus, um hier innerhalb von 2 Minuten aus einem 0-2 ein 2-2 zu machen. Und ja, Pesnik ist hier so ein bisschen in sich zusammengesackt und das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Und das sah hier so gut aus nach einem so starken Auswärtsspiel und dann geben wir das innerhalb von 120 Sekunden, na nicht komplett, aber zumindest mal vorerst die sehr, sehr gute Ausgangsposition aus der Hand. Ja. Langer Ball von Kubata da in Richtung 16er. Und das ist David Philipp. Und jetzt Schuss von Sunatja! Sunatja! Was ist denn hier los? Was und ist denn das jetzt? Kurz vor der Linie cool ist er den Ball da raus, spielt. Da wäre es doch gewesen. Johannes Schenk war schon geschlagen. Er hätte keine Chance gehabt, an den Ball zu kommen. Und Najar mit der Möglichkeit, da muss er vielleicht ein bisschen mehr Druck hinter den Ball bringen. Aber das ist leichter gesagt als getan. Ecke auf jeden Fall jetzt für die Viktoria von der rechten Seite. Da haben wir Bogicevic, da haben wir David Philipp. Ein Rechtsfuß, ein Linksfuß, die sich da im Moment noch nicht ganz einig sind. Jetzt übernimmt das Donny Bogicevic. Dann kommt die Ecke also mit rechts, von rechts, mit Schnitt vom Tor weg. 3 Minuten Nachspielzeit werden in diesem Moment angezeigt. Bogicevic bringt den Ball jetzt in den Strafraum. Schön, ganz viel Schnitt und die Kopfballmöglichkeit von Jeremias Lorch, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Da hat jetzt so wahnsinnig viel auch nicht gefehlt. Aber nichtsdestotrotz gibt es jetzt hier Abschlag vom Münsteraner Kasten von Johannes Schenk. Also ja. Münster hat gerade 2 Tore gemacht. Das Einzige, was man hier hört, ist Schieber. Ja, ist interessant. Jeder setzt halt seine Prioritäten anders. Also man könnte die eigene Mannschaft unterstützen, man könnte aber auch einfach den Schiedsrichter beschimpfen. Boah, mittlerweile muss man fast sagen, mit dem 2-2 würde ich hier gerne in die Halbzeit gehen. Ja, denn die Münsteraner, die haben jetzt richtig Feuer gefangen. Ganz genau das. Da wäre jetzt die Pause tatsächlich eine sehr gute Idee. Kubata jetzt hier erstmal im Kopfballduell. Jetzt fliegt der Ball in Richtung des Strafraums und da ist sehr, sehr viel Chaos gerade. Sehr viel Verunsicherung bei der Viktoria. Schulz kann dann zurückköpfen, auf voll. Und wir brauchen jetzt wirklich dringend diesen Halbzeitpfiff, weil unsere Schlussabwehr, Schlussmannreihe, wie man es auch immer nennen will, die sind gerade wirklich verunsichert. Najar, jetzt mal mit der Möglichkeit, sich ein bisschen nach vorne zu dribbeln. Auf der rechten Seite ist davon 2 Mann gleich bedrängt. Böckle und Hahn gibt dann auf Fritz zurück auf Najar, der mit einem schönen Außenrisspass auf Simon Handler. Handler an zweiter Pfosten, Marseiler. Bringt den Ball rein und da kann Simon Scherder gerade noch zur Ecke klären. Also hier ist jetzt im Moment jeder Angriff eine gefährliche Torchance, egal auf welcher Seite. Nochmal Ecke für die Viktoria. Eckballverhältnis, da steht es bei, na, ich weiß es gar nicht, jetzt 2-2, 3, nein, wir führen sogar mit 3-2 nach Ecken. Da wäre es doch wunderbar, jetzt nach dieser Ecke
genau, auch noch den Spielstand nach Toren auf 3:2 zu schrauben. Wir haben wiederum Bukicevic da stehen. Ich glaube, David Philipp ist verdeckt, aber ist auch noch da, genau. Dann geht aber wiederum Philipp weg. Bukicevic legt sich den Ball nochmal neu zurecht. Ecke mit rechts, von rechts. Wenn er nochmal diesen Schnitt da reinbekommt in den Ball wie vorhin, dann könnte das echt gefährlich werden. Ja. Hebt jetzt die Hand. Bukicevic, ja, fast eine Parallele zur Ecke vorhin. Aber diesmal Schlau ich in der Nähe und dann will Philipp den Ball auf Bukicevic spielen. Aber ich glaube, wenn er zum Ball gegangen wäre, wäre es auch abseits gewesen. Ich glaube auch. Ja, der hätte David vielleicht den Ball nochmal runternehmen können, nochmal hinten rum und dann vielleicht nochmal die Flanke rein. Ich glaube, hier müsste fast schon gleich Pause sein. Sagt mir meine Uhr. Also lange sollte hier nicht mehr zu spielen sein. Da wird es hier wahrscheinlich mit 2:2 in die Pause gehen. Erstmal der Einwurf nochmal. Bukicevic auf die rechte Seite. Sasuna Dja hat den Ball auf dem rechten Fuß. Wann kommt die Flanke? Kommt sie überhaupt? Nein, sie kommt nicht, weil Grodowski den Fuß dazwischen hat. Aber es gibt nochmal den Einwurf. Vielleicht nochmal die letzte Aktion. Simon Handle hat jetzt den Ball in der Hand. Ja, nimmt ihn sich jetzt nochmal. Michael Schulz wäre kurz da. Ansonsten müsste das ein Einwurf sein in den 16er, wo Sasuna Dja und Moritz Ritz wären. Der Ball kommt auch in Richtung Moritz Fritz, aber erstmal rausgehört von den Münsteranern. Zweiter Ball bei Grodowski und der trifft den Ball nicht richtig. Jetzt Simon Handle war im Abseits und damit war es das. Erste Halbzeit 2:2 geht es hier in die Pause, nachdem Viktoria Köln 2:0 geführt hat. Aber warum? Also, sorry, man hört hier nur Schieber. Ich habe keine Erklärung dafür. Die Münsteraner sollten froh sein und stolz sein, dass sie gerade 2 Tore gemacht haben und das auch leider komplett verdient. Vor allen Dingen mal ganz im Ernst, die Mannschaft macht innerhalb von 2 Minuten aus einem 0:2 ein 2:2 und jetzt mal völlig unabhängig davon, wem das gegolten hat, aber das Erste, was man vom Heimpublikum hört, sind Pfiffe. Ich bin sehr für positive Energien statt für negative. Absolut. Aber gut, soll uns nicht weiter stören. Aber das ist jetzt tatsächlich mal ein Verlauf der Halbzeit gewesen, nachdem man mal durchschnaufen muss. Also das da ist, muss man ehrlich durchschnaufen. Also da ist sehr, sehr viel passiert. Das ist... Upsala. Der Besnik war ein bisschen voreilig und ich hoffe, das wird sich auch im Nachhinein so rausstellen, dass es tatsächlich voreilig war. Denn, Verzeihung, er hatte in unserem Microcast-Player schon auf 3:2 für Münster gestellt. Vielleicht habe das schon gemerkt. Genau. Also keine Ahnung, es steht 2:2. Ja. Also traut lieber unseren Lippen statt unseren Fingern, die gerade so ein bisschen einfrieren hier. Also ja, in der Tat. Boah, ja. es wird gefühlt immer kälter. Also ich komme ja aus dem Süden Europas, da kennt man diese Temperaturen fast schon gar nicht. Außer wenn es dann richtig bitterkalt wird. Aber ja, ich würde doch so eine Heizung oder so vertragen. Ich hätte auch absolut nichts dagegen oder so ein schönes Deckchen, wie wir es vorhin auch schon mal hatten. Ja, ich komme ja aus dem Bergischen. Für mich müssen das eigentlich jetzt T-Shirt-Verhältnisse und kurze Hose, ja, wenn man so will. Aber... Der ein oder andere weiß es ja. Ich habe ja mal in relativ kurzer Zeit relativ viel Gewicht verloren. Und wo ich vorher noch ein absoluter wandelnder Heizkörper war, habe ich mich tatsächlich zu einer richtigen Frostbeule entwickelt. Vielleicht auch so ein bisschen altersbedingt noch dazu. Das kann man ja auch leider nicht ganz verleugnen. Da bist du ja noch Jahrzehnte von entfernt. Och. Aber naja, gut. Ich seh das als Spielfilm, Chris. Im WDR. Sonntagabend, 2015. 2 Frostbeulen fahren nach Münster. In der Hauptrolle Heino Ferch. Als Heißsäcke und Veronika Ferris als Kopfhörer. Ah, wunderschön. Ja, Kopfhörer, das ist ein wunderbares Stichwort. Denn was ich angebracht haben wollte, ich bin ja durchaus bekannt als The Shell. Und The Shell ist natürlich, ich habe es auch jetzt gerade hier wieder gemerkt, bei den Notizen, die ich mir hier noch vor Spiel gemacht habe, sobald es keine natürlichen Lichtverhältnisse mehr sind, sondern Kunstlicht kommt, habe ich echt Probleme mit dem Gucken. Und Probleme mit dem Gucken, Besnik. Da wäre es doch super, wenn es beim Fußball sowas gäbe wie ein Radio, was einen dabei unterstützt, wenn man nicht gut gucken kann. Was einem da vielleicht erzählt, was auf dem Platz passiert. Das wäre doch eigentlich eine super Idee, sich sowas, sowas könnte man sich doch mal ausdenken. Wäre schön, wenn es das auch noch gäbe auf der Schelsig. Ja, ne? Richtig. Wenn man schon die Schelsig ist, dann wäre es doch gut, wenn es das gäbe. Da wird ganz viel zusammenkommen, was zusammengehört. Und jetzt sprechen wir doch mal hypothetisch. Es gäbe so ein Radio. Und ich wäre inzwischen so schäl, und das meine ich jetzt in keiner Weise despektierlich, ich wäre inzwischen so schäl, dass ich nicht mehr gut erkennen kann, was auf dem Platz passiert. Was würde ich denn dann tun, um dieser Unterstützung, mir diese Unterstützung sichern zu können? Dann würdest du eine liebe Person haben, die dir dabei hilft, eine E-Mail zu schreiben. Oder du schaffst es sogar selber über etwaige Programme, die es ja da auch gibt. Und dann würdest du eine E-Mail schreiben an ticketing@victoria1904.de. Und dann würdest du schreiben, ich hätte gerne ein Blindenticket. Dann erhältst du nicht nur ein Blindenticket, sondern kriegst sogar noch mehr, als du willst. Ach, das. Denn du bekommst eine ermäßigte Karte, eine Sitzplatzkarte für 17 Euro im Sportpark Höhenberg und bekommst dann eine Begleitperson frei. Und dann könnt ihr zusammen in den Fanshop gehen zur lieben Rita und dann sagt dir der Rita, dumm mich in zu Funkgerät. Und dann kriegt ihr so ein Funkgerät
der drückt der auf Play. Und sobald dann zwei Leute von Fußballradio Schelsig da oben sitzen und das verzelle, was da oben Platz passiert, da könnt ihr da gerne mithören. Ihr habt überhaupt keine Verzögerung, weil es über Funk zeitgenau ist, denn Fußballradio Schelsig ist nicht nur ein Fanradio, sondern auch ein Blindenradio, und da sind wir schon vom Konjunktiv weg. Genau, darauf wollten wir natürlich hinaus. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn dieser Service von euch angenommen und in Anspruch genommen wird. Ihr bekommt, wie gesagt, diese Funkempfänger, da ist dann auch ein paar Kopfhörer dabei. Ihr könnt aber natürlich auch gerne eure eigenen Kopfhörer mitbringen und die an diesen Funkempfänger anschließen. Das ist ganz problemlos möglich, weil ich könnte mir vorstellen, ich meine, ich sehe es ja von mir selber, ich bin ja sehr gewöhnt an meine eigenen Kopfhörer und würde zum Beispiel ungern ein fremdes Paar Kopfhörer mir aufsetzen, einfach nur aus Gewohnheitsgründen. Oder manche Leute stehen auf diese In-Ear-Kopfhörer. Allerdings, denkt dran, ihr braucht einen AUX-Anschluss. Genau, also mit AirPods wird es nichts. Also USB haben die Dinger nicht, unsere Funkdinger. Aber ja, mit AUX-Anschluss, mit dem ganz normalen Kabel, was jeder kabelgebundene Kopfhörer im Endeffekt hat, könnt ihr euch da problemlos anschließen und könnt dann, wie du es richtigerweise gesagt hast, ohne jegliche Zeitverzögerung, denn das ist das Problem beim Internet, da hängen wir ein paar Sekunden hinterher. Sonst könnte man natürlich sagen, ja mein Gott, spart euch die Funkempfänger, hört doch einfach über das mobile Internet ins Fußballradio Schelsig rein. Ist aber doof, weil wenn man um sich rum das Rumoren hört, aber die Jungs auf dem Ohr sind erst in 5 Sekunden bei diesem Rumoren, das ist eine Ewigkeit beim Fußball. Ja, und deswegen haben wir da die Lösung mit dem Funk gefunden und ja, laden euch herzlich ein. Oh. Lade ich auch gerne ein auf eine Köjes. Eine Köjes. Den brauche ich gerade einmal, um so ein bisschen runterzukommen. Also Gaugummi für alle, die nördlich, südlich, westlich oder östlich aus unserer wunderschönen Domstadt kommen. Mhm. Vielen lieben Dank. Soll dem Ganzen aber keinen Abbruch tun, denn wir sind jetzt gerade in der Pause. Das heißt, wir haben auch eben gesagt, so ein bisschen müssen wir durchschnaufen. Und wir machen das ja immer so gerne, dass wir so ein bisschen gucken, was ist denn bei uns in der Jugend passiert. Oh ja. Heute wäre so ein Tag, da würde ich das gerne einmal weglassen. Wir lassen es aber natürlich nicht weg, weil wir wollen euch ja informieren. Also, gestern um 11 hat unsere U19 gespielt gegen Alemannia Aachen in Eschweiler oben Kunstrasen. Sehr gutes, ansehnliches, umkämpftes Spiel. 0-0 stand es sehr, sehr lange. In der letzten Minute hat Aachen das 1-0 gemacht und damit das Spiel gewonnen. Vorher waren beide Mannschaften punktgleich. Es hat sich jetzt geändert. Letzte Sekunde gegen Tor, das merken wir uns jetzt erstmal. Um 12 Uhr hat unsere U17 daheim im Sportpark Köhnberg am Kunstrasen gespielt gegen Schalke 04. Da habe ich mir gedacht, da fährst du mal hin, machst ein paar Fotos, erste Halbzeit. Schalke macht ganz gutes 1-0. Dann trifft die Viktoria 1-1, wieder Moral bewiesen, war dann auf einmal eigentlich die bessere Mannschaft. 1-1 fällt, Halbzeit, es fängt an zu regnen, aber sowas von. Besnik Angst um seine Kamera, fährt nach Hause, guckt später auf fußball.de. Tor für Schalke. 2-1, freut einen nicht so sehr. Dann war aber, ich kenne ja unsere Jungs, 2-2, Ausgleich. Und dann fällt plötzlich das 3-2 für Schalke in der letzten Sekunde. Also kompletten Tag zu vergessen. Auf Viktoria Nachwuchs findet ihr ein paar Bilder und weitere Informationen. Aber das nochmal ganz kurz dazu, was gestern bei uns in den Bundesligaspielen so passiert ist. Vielen lieben Dank für diese Zusammenfassung. Besnik, was da bei uns in der Jugend zurzeit los ist, finde ich immer sehr interessant. Und schön, dass wir da auch hier als kleinen Service in der Halbzeitpause da up-to-date gebracht werden. Jetzt hatte ich mir gerade überlegt, wir hatten doch mal von Jakob diesen wunderbaren Geistesblitz, aber ich bin leider noch nicht so weit, weil mein Internet nicht so schnell ist. Ist doch alles gar kein Problem. In der Zeit kann ich euch ja sagen, dass wenn ich mal hier aufs Flutlicht gucke, diese 4 Masten, die uns da gegenüber sind, da kommt etwas runter. Junge. Also das, da sind wir doch froh, dass wir hier ein Dach über dem Kopf haben, muss man ehrlich so sagen. Allerdings habe ich gleich einen relativ weiten Weg durch dieses Unwetter bis zum Bus. Den sehe ich nämlich hier tatsächlich sogar da stehen. Ja, ich glaube, deiner ist sogar noch weiter, wenn das stimmt, was die Ordner mir gesagt haben, wo der Presseparkplatz ist. Da bin ich sogar noch gut gegen aufgestellt. Aber vielleicht hört sie auch bis dann auf. Stimmt, das könnte auch sein. Und nichtsdestotrotz, im Fanblock wird an solchen Stellen immer gesagt, das ist Höhenberger Wetter. Ja. Also von eigentlich daher. Ein bisschen Höhenberg nehmen wir mit hier hin. Genau. Traditionell sah das in den guten alten Zeiten bei der Viktoria sah das immer gut aus bei diesem Wetter. Und das sah es ja hier auch bis zur 43. Minute. Also von daher. Puh, also da fällt es auch einem schwer, echt dann die Worte zu finden. Ne? Ich glaube, die Münsteraner dann auch so ein bisschen aufgeheizt, auch vom Publikum. Ja, natürlich. Diese Schieberrufe, ne? Ja.
Und da fällt hier das 1-2 und dann ist natürlich klar, die Münsteraner waren, und da muss man so ehrlich sein, Münster war bis dahin die bessere Mannschaft in diesem Spiel. Absolut, hatten ja viel, viel mehr den Ball, sind viel, viel mehr nach vorne gekommen, waren zwingender, auch wenn Baden voll nur eine große Parade hatte. Und dann fällt da nun mal das 2-2, was leider, ja, könntest du nochmal sagen, blöd, in sehr kurzer Zeit, aber dennoch verdient. So ist es, so ist es natürlich. Ja. Schauen wir mal ganz kurz, was wir so nachlegen können auf der Bank. Wir hätten Kevin Raoult fürs Tor, wo wir immer nur sagen können, wir gönnen es dem Jungen, aber wir hoffen, dass er nicht rein muss. Da haben wir für die Dreier oder für die Dreierkette hinten hätten wir Lars Dietz, Sumana Keita und Jona Sticker. Dann haben wir Patrick Koronkiewicz für die rechte Schiene. Florian Engelhardt für die Achterposition, Luca de Meester für die vorderen beiden Halbpositionen und vorne für die Neun. Und ich glaube, die beiden Jungs könnten da noch sehr interessant werden. Waldrin Mustafa und André Becker. Ja, vor allen Dingen gerade so ein André Becker, der bringt ja auch seine Körperlichkeit. Ganz klar kann er die da in die Waagschale, im wahrsten Sinne des Wortes, in die Waagschale werfen. Und wenn man sich jetzt hier diesen immer krasser werdenden Niederschlag anguckt, der macht sich natürlich auch bei den Platzverhältnissen bemerkbar. Und wer am Mittwoch beim Fanabend war, was ich übrigens jedem Viktorianer nur ganz, ganz wärmstens ans Herz legen kann, wärmstens auch sehr schön in diesem Zusammenhang, wo wir hier so sitzen, besucht diese Fanabende. Das ist wirklich eine ganz interessante Sache immer. Man kann ganz frei Osterlameng sozusagen, so wo wir gerade hier schon bei unseren schönen kölschen Ausdrücken sind, kann man Fragen stellen. In diesem Fall waren zum Beispiel Stefan Küsters zu Gast, Donny Bogicevic und unser Kaktus Moritz Fritz. Und da kann man ganz diverse Fragen stellen, man ist da vollkommen frei und man bekommt da wirklich schöne Sachen aus dem Nähkästchen erzählt und worauf ich jetzt anspiele. Das ist das, was ich vergessen habe, was ich jetzt erwähnen wollte. Ich kann dir leider gerade nicht helfen. Geh doch mal in dich. Das ist das, wenn man so weit ausholt mit der Formulierung, dass man nicht mehr weiß, an welchem Punkt man eigentlich angefangen hat. Das ist auch richtig also geil. Wir hatten Platzverhältnisse. Wir gehen nochmal ganz kurz zurück. Also hallo, wir sind hier im Preußenstadion in Münster. Tor Viktoria Köln, Tor Viktoria Köln, Tor Münster, mhm. Schieber, blöder Schiedsrichter, Halbzeit. Christian, so weit bin ich noch dabei, ja. So, Christian sagt, schlechte Platzverhältnisse, weil es anfängt zu regnen und es immer doller wird. Bessnick bekommt den Geistesblitz, dass ja Luca de Meester der Einzige ist, der gerade kein blaues Leibchen anhat, was darauf hindeuten könnte, dass Luca de Meester vielleicht in die Partie kommen André könnte. André Becker, da waren jetzt wir. Weiß ich es wieder. Nämlich, was Stefan Küsters gesagt hat bei diesem Fanabend, war unter anderem, dass André Becker gerade bei diesen Platzverhältnissen in der Lage ist, eine Waffe zu sein. Mhm. Wenn die Plätze, die Böden tiefer werden und man dann nicht mehr die feine Klinge auspackt und schöne Doppelpässe spielt oder so, sondern wenn man dann tatsächlich darüber zum Erfolg kommen möchte, dass man den Ball einfach mal hoch in den Strafraum schlägt und dann hat man da eine Kante mit 1,97 Meter stehen oder vielleicht sogar im besten Fall in der Luft stehen oder in der Luft liegen und der kann da richtig dann seine Körperlichkeit, seinen Mannskörper, ja. besser passte das Wort seltener heutigen Tage wie in diesem Fall, den könnte er da tatsächlich wunderbar ins Gefecht werfen. Das könnte ich mir tatsächlich auch ganz gut vorstellen, dass es nicht allzu lange dauern wird bis zu dieser Umstellung. Ich muss sagen, Sunajar hat mir gut gefallen. David Philipp bringt immer das, was er kann. Im Endeffekt ist er natürlich kein Zentrumstürmer und er hat auch nicht diesen Mannskörper mit 1,80 Meter gerade mal, okay, das ist jetzt nur 2 Zentimeter kleiner als ich. Und, aber muss er natürlich dann auch gegen 3 Männer hin verteidigen, die fast alle 2 Meter groß sind. Das ist natürlich nicht einfach. Viele tiefe Bälle. Ich glaube, das wird David nicht so einfach. Ich kann mir vorstellen, David eine Position zurück vielleicht und dann in Stürmer rein. Könnte sehr, sehr gut funktionieren. Wenn Luca de Meester rein käme, jetzt nur, weil er kein Leibchen anhat, würde ich stark darauf tendieren, dass 100 Jahre rausgehen würde. Ja. Weil ich glaube nicht, dass Luca Marseille rausgeht. Nein, das kann man auf gar keinen machen. Fall. Ja. Außer er ist verletzt oder was auch immer. Ja. Ich glaube, dann würde es 100 Jahre rausgehen, warten wir es ab. Ich glaube, bei den Münsteranern wird Sebastian Mrowca kommen, das würde mich nicht wundern. Der Sechser hat sich da eben mit dem Athletiktrainer doch ein bisschen intensiver warm gemacht. Beide Sechser haben gelb bei Münster, der eine stand schon kurz vor der roten Karte. Und ich muss sagen, ich persönlich bin ein großer Freund davon, dass Sebastian Mrowca eingewechselt wird, weil ich habe ihn... Der kennt sich mit roten Karten gegen Viktoria aus. Ganz genau, darauf wollte ich anspielen. Ich habe ihn 2-mal im Sportpark Höhenberg mit den Wiesbaden spielen sehen und beide Mal hat er sich in wirklich relativ kurzer Zeit sowas von berechtigte Platzverweise abgeholt. Ja. Das war schon bemerkenswert. Also der scheint mir sein ganz bevorzugter Gegner zu sein. Und demzufolge, wenn er jetzt eingewechselt würde für Bazzoli beispielsweise, um diesen vor dem Platzverweis zu bewahren, dann sich aber selber in kürzester Zeit eben diesen Platzverweis abholt, das wäre natürlich eine Variante, die fände ich durchaus charmant. Ja, definitiv.
Wir können auch sagen, dass hier diese Pressetribüne wahnsinnig voll ist. Also gefühlt ja, die ganze Tribüne ist wahnsinnig voll. Also voller, als ich sonst ja. Bei uns in Höhenberg wäre, auch wenn das hier baulich so ein bisschen anders ist. Wir sitzen mehr oder weniger in vier Reihen, oder in drei sind es, ja, in drei Reihen, mit jeweils so, jeder hat so seinen eigenen Tisch. Muckelig. Und der liebe Arno, der sitzt hier noch neben mir, dann gleich, der ist gerade mit Stefan Küsters unten bei Magenta, der gibt da gerade noch ein Interview. Ach ja, genau, stimmt, jetzt sehe ich. Das ist genau. Thomas Wagner, oder? Ja, Thomas Wagner. War gestern noch für einen anderen Pay-TV-Sender ein bisschen südlicher von hier und hat da einen Heimsieg 4-2 gesehen. Da hat auch die... Ah, nee, lassen wir das. Da hat auch die Auswärtsmannschaft 2-0 geführt. Aber da stand schon zur Halbzeit 3-2. Na gut, da hast du gerade nochmal die Kurve gekommen. Aber Christian Straßburger ist der Kommentator und der war es gestern nicht. Ich hab's gerade noch mitbekommen, da warst du noch nicht im Presseraum, da war ich im Presseraum, da waren auch Thomas Wagner und Christian Straßburger und da wurde Christian Straßburger noch übelst gemobbt aufgrund seiner Hose, die er heute trägt. Aha, ist da so ein Tier drauf, was man eher auf einer Weide sehen möchte? Nee, das gar nicht, aber sie ist halt extremst wetterunkompatibel. So eine weiße, ich würde jetzt mal sagen, aus Gardinenstoff bestehende Hose. Was man eigentlich in Kölner Bretter sich reinmacht, macht der Christian sich an. Was du an heute für Dinger hier raushaust, das Kölner Brett, das sind ja richtige Klassiker, die du hier auspackst. Was denkst du denn? Ich bin begeistert. Eine Köln ist Hannisch in der Mohl und dann redest du vom Kölner Brett. Wahnsinn. Aber ich sag, du spielst darauf an, dass Christian Straßburger mit dem Verein, wo er ja früher, dass das er gestern nicht so erfolgreich war. Könnte ich nicht. Hätte man ja auch nochmal kurz erwähnen. Das könnte man mal erwähnen, ja. Da wäre ich auch durchaus bei dir, wenn es darum geht, sich darüber zu freuen. Also da müssen wir mal gar nicht drüber reden. Ach, der Bundesliga ist immer ganz neutral. Absolut. Gerade wenn Borussia mit dabei ist, da haben wir keine Vorlieben. So, Preußen auf, Fans aufgepasst. So, unsere Mannschaft kommt jetzt auch wieder raus. Genau so ist es. Also Kubata, Philipp, Handle, Fritz, Schulz, Lorch. Wir sehen sie, Niklas May, wir sehen Ben Voll, Bogicevic, Marseille und Zunatja. Also kein Wechsel. Vielleicht hat man einfach nur ein blaues Leibchen zu wenig. Und deswegen war kein Schuss für Luca de Meester übrig. Könnte auch sein. Lieben Gruß an Timo Diehl, falls er uns zuhört, ganz alter Viktoria-Spieler, der mir einmal so unfassbar leid getan hat. Das war zu der Zeit, als es Viktoria finanziell noch sehr schlecht ging. Da musste er bei einem Auswärtsspiel in Freialtenhofen bei ähnlichen Wetterbedingungen, das wir 4-1 übrigens verloren haben, musste er auf der Bank sitzen mit einer Borussia Freialtenhofen-Jacke, weil Viktoria Köln damals auch keine Jacken hatte. Kein Witz. Ganz, ganz düstere Zeiten. So, jetzt gibt es den Wechsel und folgerichtig, genau wie wir es erwartet haben, Bazzoli runter, Mrovca rein. Wurde so gerade da unten angezeigt. Hat unsere Mannschaft so gewechselt. Wenn man aus dem Spiel gegangen ist, unsere Nummer 32, Luca Mazzoli. Und wir begrüßen neu im Spiel unsere Nummer 26, Sebastian. So, ist notiert. Gleich Anschluss für die Viktoria, die jetzt von rechts nach links spielen wird. Die Münsteraner von links nach rechts. Anschluss David Philipp. Jetzt Erfolg. Es geht weiter. Münster gegen Viktoria Köln. 2-2. Anpfiff der zweiten Halbzeit. Langer Ball auf Niklas May. Und er spielt die Kugel erstmal zu Luca Maiseller. Dann ist er beim Rovca da, direkt mit seiner ersten Aktion hier in der Partie. Vertändelt den Ball nicht, jetzt geht es hinten rum mit einem langen, langen Ball von Scherder in Richtung Schulz, der mit dem Kopf nach vorne in den Rücken von Preissinger, aber da wartet Hahn schon. Jetzt mit links, wieder lange Hafer, aber in die Füße von Donny Bogicevic im Mittelkreis. Und da ist ein Mrovca da, der ist frisch und holt sich da direkt mal den Ball, er presst sich den Ball. Und jetzt geht's links rum über, ja, jetzt kann ich es gerade schlecht erkennen, hier stehen Leute. Wer ist es, Hahn? Ist es? Das ist Alexander Hahn, der da gerade am Ball ist. Bekommt auch so ein bisschen Applaus, spielt den Ball weiter zu Nico Kulis. Die Viktoria presst jetzt sehr hoch, sehr intensiv. Scherder, der Mannschaftskapitän. Ist er der Mannschaftskapitän? Ja, tatsächlich. Mhm. Spielt den Ball, jetzt ist immer Ball bei uns in unserer Hälfte. Das ist Kubata, der nach vorne gibt auf Masaila. Der verliert den Zweikampf leider. Kubata presst hinterher. Der Ball jetzt bei den Münsteranern. Oh. Da gibt es so ein bisschen Ringkampf zwischen Terhorst und Fritz. Dann schön tief geschickt. Grodowski. Lorch kommt nicht hinterher. Grodowski spielt in den Rückraum. Und ich muss, glaube ich, nicht weitersprechen, weil das war ziemlich deutlich zu hören. Da ist das 3-2. War es Malik Batmas? Ich glaube ja, oder? Ja. Zweiter Treffer von Malik Batmas in der 47. Minute. Und Preußen-Münster machen durch Tore in der 43., 45. und 47. aus einem 0-2, ein 3-2. Und da hat unsere Abwehr das, was man falsch machen kann, hat sie da falsch gemacht. Tor in der 46. Spielminute für unseren SC Preußen! Münster! Preußen! Münster! Preußen! Münster! Torschütze und Spieler mit Nummer 29, Malik! Malik!
Spielstand in Preußenstein in SC Preußen Münster. Köln. 2. Und damit setzt Badmatz wieder gleich mit Luca Masali jetzt beide 9 Saisontüre haben. Haben beide heute schon doppelt getroffen und vorher hatten sie 7 Tore auf dem Konto. Und jetzt den Ball am Fuß hat Ben Voll. Langer Ball in Richtung Mittelkreis. Da ist Preissinger, köpft den Ball nach vorne, weil da kein Viktorianer in der Nähe ist. Schulz macht das nicht gut. Fritz macht das nicht gut. Und jetzt Preissinger. Aber jetzt ist Fritz da. Jetzt mal Spielaufbau über Sunaja. Der spielt die Kugel zu David Philipp. Noch in der eigenen Hälfte. Mrovca ist da. Und dann gibt es den Freistoß für die Viktoria, weil Fritz da vorher anscheinend gefault wurde und den Freistoß bekommt in der eigenen Hälfte. Etwa 5 Meter von der Mittellinie entfernt. Da haben wir Michael Schulz, der sich den Ball zum Freistoß zurechtlegt. Nimmt ihn noch ein paar Meter nach vorne, ist jetzt fast auf Höhe der Mittellinie. Nimmt 2 Schritte Anlauf, bringt den Ball jetzt weit rüber auf die linke Seite. Masaila unterliegt da im Kopfballduell gegen Scherder. Da haben wir dann Mrovca, der sich den Ball holt, wird jetzt beackert von Bogicevic und Mai, kann den Ball aber zunächst mal zurück auf Johannes Schenk spielen, der den Ball dann hoch in Richtung der Mittellinie bringt. Da haben wir dann Kubata zunächst mal am Kopf und der Ball ist jetzt bei Kschereva. Kschereva überquert mit einem Pass jetzt die Mittellinie. Badmas gibt nach rechts raus auf Terhorst. Terhorst steil gespielt auf Brodowski. Brodowski, der beide Tore vorbereitet hat und den nächsten starken Ball in den Strafraum spielt. Diesmal ist aber zum Glück ein Ball in der Viktorianer dazwischen und kann klären. Also diese Reingaben von Brodowski, liebe Grüße Erik, dein Schwager, der hast du heute offensichtlich schwer motiviert. Die sind richtig gefährlich. Ja, einer, der sehr, sehr viel arbeitet, sich viel fallen lässt auf die Außen und dann ist Badmatz eben genau da. Und genau das hat Timo Röttger mir eben gesagt, Grodowski, der viel arbeitet, ja, schnell ist und Badmatz, der oft gut steht. Hoffentlich nicht das jetzt. Das sind ja zwei Attribute, die sein Schwager nicht hat, schnell sein und viel arbeiten. So, Simon Scherder bringt den Ball in den Strafraum. Michael Schulz klärt dann zunächst mal in Seiten aus. Deswegen Einwurf für die Münsteraner, das ist Jano Terhorst. Der das übernimmt, wirft zurück. Da wäre Philipp fast an den Ball gekommen, aber Kulis kann ihn sich gerade noch sichern. Spielt dann zunächst mal quer auf Alexander Hahn. Hahn ist zunächst mal mit dem Ball jetzt auf links gespielt. Da ist Kschereva. Kschereva wird von Schulz verfolgt, dreht sich dann einmal um die eigene Achse, kann Schulz so stehen lassen. Der nimmt noch die Verfolgung auf und geht dabei zu Boden. Ach Leute, geht doch mal zum Ball. Du hast vollkommen recht, Besnik. Also der kann da viel zu leicht und viel zu frei durchmarschieren, so wie jetzt auch Mrovca. Der wird dann zumindest mal abgeblockt von Bogicevic und holt dabei aber eine Ecke raus für die Münsteraner. Also haben wir Sportart gewechselt? Spielen wir jetzt, der Ball ist Lava oder? Also kommt mir sehr komisch vor. Also es hat auch was von körperlosem Spiel so ein bisschen, ne? Als wären wir jetzt beim Basketball. Also wir haben 11 Mannskörper bei Münster und anscheinend keinen so richtig bei uns. Leider müssen wir so ein bisschen krummeln, weil also die Leistung gerade ist ja wirklich bodenlos. Also sind hier knapp 5 Minuten gespielt und es ist nur Münster auf dem Feld. Unsere Jungs sind im Kopf gefühlt immer noch in der Kabine. Da kommt überhaupt nichts. Jetzt bei der Ecke. Vielleicht einmal wach werden, Leute. Dafür braucht man keinen Chai zu trinken. Jetzt kommt der Ball in den 5 Meter. Wow, der kullert hinterm Tor weg. Gott sei Dank. Und deswegen Ben Voll, der den Ball direkt schnell und hoch und weit ins Spiel bringt. SC Preußen Münster und Viktoria Köln wird präsentiert von Exkern. Den Spielführer in Sachen Abgefahren. Wir bedanken uns heute Abend bei 8612 Kalinen, Segers und Gurken. Schön, dass ihr da seid. 8612 Zuschauer, da wollten wir gerade mal kurz drauf hören, was da durchgesagt wird. Das ist deutlich unter Saisonschnitt der Münsteraner. Der liegt bis jetzt bei 10.040. Und der lag zumindest gerade auch zu Najar am Boden, konnte sich aber direkt wieder aufrappen. Jetzt Terhorst mit einem Ball auf Badmas. Badmas im Abseits. Gut erkannt von den Unparteiischen, deswegen Freistoß für die Viktoria. Ja, das ist jetzt, kann man das sagen, es ist jetzt eine Charakterfrage, wie dieses Spiel weitergeht? Ist das zu hoch gegriffen oder? Ach, die M-Frage würde ich da ungern stellen. Wir haben in den letzten Jahren so oft Punkte gewonnen nach Rückstand. Allerdings verlieren wir gerade ein bisschen zu viel nach Führung. Allerdings ist das Spiel ja noch nicht vorbei, wir haben noch 40 Minuten zu gehen. Ja, gerade wenn ich so an den Saisonbeginn zurückdenke, da hat es uns eigentlich viel besser getan, erstmal zurückzuliegen. Genau. Vielleicht sollten wir das mit den Führungen in Zukunft einfach sein lassen. Nicht sein lassen sollte Bogicevic den Ball so schön rauszuspielen auf Simon Hantle. Von dem bekommt er den nämlich unmittelbar zurück. Dann geht es weiter über Sunajar. Der Ball jetzt erstmal bei Neut bei Hantle, gibt zurück auf Jeremias Lorch. Im Zentrum unserer eigenen Hälfte spielt nach vorne auf Masaila. Masaila kreuzt, gibt den Ball auf Hantle. Hantle auf die rechte Seite auf Najar. Immer noch ein Stückchen in der eigenen Hälfte. Gibt dann zunächst mal zurück. Jetzt bei Moritz Fritz der Ball. Also Donny hat einen ganzen Mittelkreis frei. Ja. Da kommt nur der Ball nicht hin. So sieht's aus. Aber der Ball kommt jetzt zunächst mal auf die linke Seite zu Niklas Mai. Mai, der gibt den Ball jetzt mal an Donny. Und der einen wunderbaren Pass in die Tiefe. Aber den kann Mai nicht erlaufen. Da hätte schon Usain Bolt sein müssen. Das hat nicht ganz geklappt. Aber Jeremias Lorch hat dafür die Balleroberung geschafft, spielt den Ball auf Masaila. Der ist nicht im Abseits, der ist nicht im Abseits, der ist im Strafraum. An Johannes Schenk vorbei und das Tor!
Es steht 3:3 in der 52. Minute. Niemand weiß so richtig, wie das zustande kommen konnte, dass Masaila da auf einmal so frei war. Aber der Ball ist drin und es ist der dritte Treffer am Tag heute von Luca Masaila. Meine Güte. Ich kann mich gar nicht erinnern, vor dieser Saison überhaupt mal drei Tore von Luca Masaila gesehen zu haben. Und jetzt heute in einem Spiel. Das ist Saisontor Nummer 10 Wahnsinn. Für Luca. Wahnsinn. Boah, also das hätte ich letztes Jahr unterschrieben, wenn er das in der ganzen Saison macht. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Das habe ich, glaube ich, als wir das Spiel in Halle kommentiert haben, habe ich das schon gesagt, dass Luca Masaila mal in einer Saison so viele Tore machen würde. Ja, und jetzt steht es hier 3:3. Man guckt sich hier auf der Tribüne vollkommen ungläubig an. Keiner kann das so wirklich glauben, dass dieses Spiel jetzt offensichtlich wieder in die andere Richtung zurückdreht sich. Wir kümmern uns aber jetzt zunächst mal um das Geschehen auf dem Platz. Hier wird sich tatsächlich immer noch sehr ungläubig. Ich fühle mich so ein bisschen beobachtet, aber ich glaube, die Leute sind es nicht, die gucken nicht uns an. So, wir konzentrieren uns deswegen auf das Spielgeschehen. Bogicevic hat sich hier gerade im eigenen Strafraum den Ballbesitz erobert, wird dann ein bisschen am Trikot gezogen, kommt zu Fall und wird zu Fall gebracht. Deswegen gelbe Karte für die Münsteraner. Das ist Benjamin Böckle, der hier in der 54. Minute gelb sieht. Dritte gelbe Karte bereits für Preußen Münster. Freistoß für die Viktoria. Das sind noch so 10 Meter in der eigenen Hälfte, halbrechte Position. Michael Schulz steht da bereit. Im Moment ist aber noch Schiedsrichter Wittmann dabei, seine Notizen wieder zu verstauen, bevor er dann das Spiel wieder freigibt mit dem Freistoß, den dann jetzt gleich Michael Schulz ins Spiel bringen wird. So sieht's aus, hat den Ball auf dem rechten Fuß und jetzt der Pass auf unseren Kaktus, auf Moritz Fritz, kurz vor der Mittellinie. Simon Handle, jetzt geht er wieder in die eigene Hälfte, versucht mal den Ballbesitz zu sichern. Pass zurück auf Ben Voll. Jetzt die Münsteraner mal ein bisschen energischer im Anlaufen. Laufen da jetzt auch David Kubata im eigenen 16er an. Langer Hafer wieder in Richtung Philipp. Aber da ist Mrowca. Lässt mit der Brust klatschen für Preissinger. Und der gibt zurück zu Kulis, der auf die linke Seite zu Hahn. Und der gibt zum eigenen Torhüter zu Schenk. Und damit wieder hintenrum die Münsteraner. Ball auf die linke Seite. Böckle verlängert, aber in die Füße von Michael Schulz, da kommt Badmatz mit, allerdings Ben Voll ist da parat. Und dann der riskante Ball auf Lorch, der geht wieder zurück auf Voll. Raus damit, Leute, raus damit. Voll und jetzt der lange Ball in Richtung Sunajar, der kann verlängern auf David Philipp, aber der kommt da einen Ticken zu weit. Und dann ist Kulis da, gibt rüber auf Scherder, auf den eigenen Torhüter dann gespielt. Zu Schenk und jetzt die Münsteraner wieder hinten drum. Diesmal kein Dreieraufbau, weil Kulis ein bisschen tiefer steht. Schenk damit auf einer eigenen Linie mehr oder weniger und dann drei Mann davor. Macht ja keine Anstand, das Spiel schnell zu machen. Jetzt auf die linke Seite, der Ball auf Böckle. Böckle im Kopfballduell mit Simon Handle. Der geht da dazwischen, bekommt den Ball aber nicht. Und jetzt wird schnell über die Nummer 7, über Schereva. Der läuft da ins Zentrum, immer weiter in Richtung 16er. Immer noch Schereva auf Badmatz. Der legt ab für Sebastian Mrowca und das Ben Voll. Abklatschen, jetzt aber der Ball in die Mitte. Ja, rausgespielt von David Kubata. Ganz, ganz wichtiger Save. Das wäre nochmal eine Riesenchance gewesen. Einwurf jetzt für die Münsteraner von der rechten Seite. Simon Scherder ist da bereits in Position gelaufen, aber gibt diese Verantwortung ab, überlässt das dem jungen Jano Terhorst, der aber dafür dann den Ball zu Simon Scherder wirft. Insofern wird die Sache da wieder rund. Preissinger jetzt versucht, Terhorst auf der rechten Seite steil zu schicken, aber viel zu steil der Pass. Trudelt ins Tor aus. Einwurf, nein, natürlich nicht, wenn es Tor aus ist, sondern Abstoß vom Kasten der Viktoria von Ben Voll. Ich möchte mich übrigens noch ganz kurz im Namen von Besnik und mir entschuldigen, dass wir euch dieses 3:3 nicht wirklich gut geschildert haben, weil wir beide auch einfach völlig perplex waren, was in diesem Moment passiert ist. Ich dachte, es wäre abseits. Also ich war wirklich komplett... Also im Endeffekt ist Masaila halb links in den Strafraum eingedrungen. Johannes Schenk kam rausgestürmt ihm entgegen. Masaila hat ihn dann überlaufen, hat den Ball dann flach an ihm vorbei gelegt. Der Ball ist dann in Richtung des langen Pfostens gekullert und von da ins Tor. So ungefähr kann man es halbwegs beschreiben, aber da sind wir unserem Auftrag nicht ganz gerecht geworden. Bitten um Nachsicht. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt auch wieder ums Spielgeschehen, damit es das nicht nochmal passiert. Bogicevic hier schön einen Zweikampf gewonnen und der Ball ist bei Masaila. Masaila lässt zunächst mal der Horst aussteigen. Auf der linken Seite jetzt Niklas May. Nimmt ein bisschen Tempo auf. Könnte David Philipp mitnehmen. Wird dann ein Stückchen geschopft von der Horst. Scherder bringt May zu Fall. Schiedsrichter sagt, das war nichts. Nee, war auch nichts. War nichts. Hinten sehen wir noch einen Viktorianer am Boden. Jetzt läuft der Schiedsrichter in die Richtung. Die Physios machen sich auch bereit, werden bereits auf den Platz gerufen. Ist das Michael Schulz? Ja, auf beiden Seiten. Also Schulz auf der rechten Seite und wir sehen Scherder bei den Münsteraner. Genau, ja. Ja, die dürfen jetzt auch drauf, hat der Schiedsrichter gerade angezeigt. Also zwei Mann am Boden, jeweils der rechte Innenverteidiger. Beide werden behandelt. Aber uns ist Bogicevic. Das ist Bogicevic. Michael Schulz. Es ist Donny. Bei unseren Jungs, ich guck mal kurz runter. Das sieht jetzt nicht nach Wechsel aus. Jetzt, wo man gerade mal kurz die Zeit hat. Sieht nicht so aus. Da werden nur Getränke. Genau. Markus Bienska, der gönnt sich da auch nochmal einen Schluck Brola-Wasser. Danach sollte er sich doch wohler fühlen.
Niklas May dann auch im Austausch mit David Kubata. Ich habe übrigens auch gehört, dass Brolawasser sehr förderlich sein soll, wenn man sich einen Mannskörper antrainieren möchte. Dann werde ich damit morgen beginnen. Sehr schön. So, Applaus gibt es für Simon Scherder von der Tribüne, denn der steht wieder und der dürfte ja mit Sicherheit sowas wie ein Publikumsliebling hier sein. Wie gesagt, seit 2006 im Verein, absolut beeindruckend. Hat niemals offensichtlich der Versuchung widerstanden, den Verein zu wechseln. Jetzt kommt gerade eine Info von unserem Pressesprecher Arno Schmitz an Besnik. Genau, also im Kicker steht, und das habe ich eben gar nicht so gesehen, also es war ein Kopfball von Kubata nach der Flanke von Handle, der an den Pfosten gegangen ist. Und dann könnte der Ball schon hinter Linie gewesen sein, als Marseiler ihn dann reingeschoben hat. Also wir wissen nicht, ob das 2:0. Genau. Ah, okay. Also es kann tatsächlich Kubata gewesen sein. Nehmen wir in jedem Fall. Aber da hat Marseiler nur 9 Tore bisher. Da muss er das 10. jetzt gleich noch machen. Weil sonst haben wir hier... Da ist er natürlich jetzt in der Bringschuld. Absolut. Das haben wir Kappes erzählt, ne? Oh, das ist in der Geschichte von Fußballradio Schellensieg ein sehr prominentes Wort. Hallo Klaus, liebe Grüße. So, Bogicevic verlässt jetzt begleitet von unseren Physios den Platz, aber da wird kein Wechsel notwendig sein. Der bewegt sich da ganz rund, ganz normal, wird gleich vom Schiedsrichter wieder in die Partie gelassen, genauso wie Simon Scherder. Beide stehen da jetzt im Moment noch warten drauf, genauso wie Niklas May darauf wartet, den Einwurf ausführen zu dürfen. 10 Meter in der Hälfte der Viktoria, hebt den Ball jetzt über seinen Kopf, wirft noch nicht ein, sucht noch einen Spieler, dem er den Ball zuteil werden lassen kann. Das ist David Philipp. Auf dem linken Flügel, abgelaufen von Kulis, der geht weiter auf Terhorst. Terhorst mit einer schönen Täuschung, kann sich dann erstmal durchsetzen, hat rechts Platz. Philipp verfolgt ihn, er läuft auf die Dreierkette auf, Kubata geht drauf. Deswegen bekommt Grodowski auf dem Flügel den Ball, legt quer und hat Daniel Kscherewa aus 7 Metern, die Rückennummer 7. Steht da vollkommen blank, niemals im Leben darf er in der Position in unserem 16er so blank stehen, nimmt den Ball direkt und schießt dann glücklicherweise auch 7 Meter über das Tor. Sodass diese Riesenchance für Münster, wir schreiben übrigens die 60. Spielminute, das vielleicht mal kurz angemerkt, hier im Preußenstadion, es steht 3:3 in einem absolut für den neutralen Betrachter, glaube ich, höchst faszinierenden Spiel. Ja. Wir sind übrigens, das wisst ihr ja auch, wir sind ja so ein bisschen die schlechte Sprüche-Fraktion des Fußballradio Schellsieg. Warten wir mal kurz, was die Münsteraner machen. Ja, ich glaube, wir beide, das wurde mal so gesagt. Gucken wir aber erstmal auf den Konter der Viktoria. Da ist Tunajar den Ball und jetzt wieder der tiefe Ball in Richtung David Philipp. Der bekommt die Kugel. 30 Meter von dem Tor. Links wäre Donny, aber schön. Da nimmt er rechts. Luca Marseiler aber in die Hände von Schengen. Der macht das sehr, sehr gut. Mir ist eben ein Spruch eingefallen, lieber Chris. Ich habe dein teuflisches Grinsen gesehen und ich habe ehrlich gesagt Angst, wie dein Satz jetzt weitergeht. Weißt du, warum die Nummer 7 da zum Schuss kam? Weil in der Verteidigung von Viktoria kein Kehre war. Der war so scheiße, der hätte echt von mir sein können. Sorry. Großen Respekt. Und ich ärgere mich, dass der mir nicht selbst eingefallen ist. So, Freistoß für die Münsteraner im Mittelkreis. Rico Preissinger bringt den Ball hoch in den Strafraum. Da ist Grodowski im Laufduell mit Kubata. Kubata bearbeitet ihn da ordentlich, bekommt Unterstützung von May. Aber Grodowski, das ist schon echt ein richtig guter Spieler. Also boah, starker Ball von Kubata. Auf Najar, abgegrätscht von Hahn, dadurch jetzt Böckler auf dem linken Flügel mit ganz viel Platz, bringt den Ball flach auf Schulz. Schulz war mit, es war nicht erkennbar, ob es mit der Brust oder mit der Arm am Ball, aber der Ball ist jetzt auch schon wieder in der gegnerischen Hälfte bei David Philipp im Ringkampfduell mit Kulis. Also man konnte nicht erkennen, mit welchem Körperteil Schulz den Ball abgefälscht hat. Schiedsrichter sagt, es war kein Elfmeter, demzufolge ging es weiter. Dann hat sich Philipp festgelaufen und jetzt sind die Münsteraner schon wieder. Oh Gottes Willen, ich kriege hier aber kaum noch Luft. Kubata kann den Ball zunächst mal rausköpfen. Auf Preissinger, der holt sich den zweiten Ball. Der scheint ihn jetzt fast zu verlieren, aber nein, da kann Alexander Hahn den Ball nochmal laufen. Gibt schön auf Böckler auf die linke Seite, der ist völlig frei. Den flachen Ball kann Schulz zunächst mal abgrätschen. Die zweite Flanke kommt nochmal hinein. Dann wird der Kopfball verlängert und da steht jemand voll. Voll da, du Teufelskerl! Dann macht er sich 3x3 Meter groß und bekommt diesen Ball. Was war das denn für eine Parade? Das war wie ein Handballtorwart. Ben Heinevetter im Tor von Viktoria Köln. Wei, oh wei, oh wei. Also irre, absolut irre. So, dann aber man muss wieder sagen, sehr, sehr schlecht verteidigt und da war Münster wieder drauf und dran, hier die Führung zu erzielen. Drauf und dran sind die Münsteraner jetzt auch doppelt zu tauschen. Das kann sorry Leute, ganz kurz. Irgendwas ist mit unserem Programm, glaube ich, falsch. Weil immer, wenn ich Tor für eine Mannschaft tippe, zählt ihr das zweimal. Also gerade habt ihr da gesehen, Viktoria Köln 4:3. Stimmt leider nicht, steht noch 3:3.
Das müssen die Temperaturen sein. Also ich glaube auch. Und deine Fingerspitzen sind nicht mehr sensibel genug deswegen. Tut mir leid, dass ich dir das so direkt sagen muss. Ja, jetzt fehlt mir auch das Fingerspitzengefühl, genauso wie Niklas May, der da jetzt nicht den Ball bekommt gegen Grodowski. Aber doch, macht er gut, holt sich die Grätsche und dann fällt Grodowski da auf. Niklas May allerdings keinen Foul. Es gibt den Einwurf und einen Doppelwechsel bei den Münsteranern. Es kommt die Nummer 18, Lorenz, und es kommt die Nummer 6, das ist... Koch müsste das sein? Ja. Doppelter Spielerwechsel beim SC Preußen Münster. Wir bedanken uns bei unserer Nummer 42, Alexander Hahn. Und wir begrüßen euch hier mit der Nummer 18, Marc. Und für unsere Nummer 3, Benjamin Böckle, begrüßen wir nun mit der Nummer 6, Thomas. Also ihr habt gehört, Thomas Koch kommt rein in die Partie für Böckle, also auf die linke Seite, und Lorenz kommt rein für Hahn. Nein. Andersrum. Umgekehrt. Andersrum, genau. Du sagst es so, wie es der Stadionsprecher genau, gesagt hat. Genau, das war andersrum. Aber natürlich ist Lorenz genauso Links-Mittelfeldspieler, wie es auch Benjamin Böckle ist, oder Linksverteidiger. Und genauso ist Koch ein Innenverteidiger, so wie es Simon Scherder. Nein, Quatsch, wer ist rausgegangen? Alexander Hahn. Hahn, genau. Scherder, das hatte mich mal kurz verwirrt gerade. Scherder humpelte da Richtung Außenlinie, deswegen hatte ich ihn jetzt schon im Verdacht ausgewechselt worden zu sein. Aber er humpelt noch weiter über den Platz. Und du hast recht, das war ein Fehler vom Stadionsprecher. Kennt er offensichtlich seine eigene Mannschaft nicht sonderlich gut. Den Ball kennt dafür Sunajar relativ gut, setzt da gerade zum Konter an, kann aber abgeblockt werden von Kshereva. Dann Koch mit einem riskanten Rückpass auf Schenk, der bekommt den Ball aber bevor David Philipp ihn da in zusätzliche Kalamitäten bringen kann. Jetzt Mrovca auf der rechten Seite, lässt er Kubata aussteigen, geht bis zur Grundlinie, spielt den Ball dann flach in die Mitte. Da kann zunächst mal Jeremias Leutsch klären, der Ball jetzt bei Bogicevic. Bogicevic bedrängt und abgegrätscht von Terhorst. Der sich entscheidet auf Freistoß. Puh. Und das war natürlich eindeutig beigespielt, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja. Und dann kann die Viktoria das nicht nutzen, weil sie einfach ungenau den Ball spielen. Masaila kann ihn nicht erreichen und die Münsteraner pressen schon wieder in Richtung Mittellinie. Preissinger mit dem Ball, mit dem Steilball auf Grodowski. Der ist da vollkommen blank, wie kann das sein? Aber dann ist zum Glück Kubata zur Stelle, spielt auf Mai. Mai auf dem linken Flügel, nimmt Tempo auf, wird dann abgegrätscht von Jano Terhorst. Der Junge, der macht einen guten Eindruck, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Da hat die Münsteraner Jugend hat da einen guten Jungen hervorgebracht. Und kein Wunder, dass der sich in seinen jungen Jahren schon so jetzt in dieser ersten Mannschaft festgespielt hat. Ja. Einwurf jetzt auf jeden Fall für die Viktoria von Niklas Mai, genau auf Höhe der Mittellinie. Um jetzt mal ein bisschen durchatmen und Ruhe ins Spiel zu bringen. Einwurf weit auf Masaila, der im Duell mit Scherder. Scherder spielt den Ball nach vorne, der Ball kullert dabei, Masaila über den Fuß. Deswegen richtigerweise Einwurf für Preußen Münster. 65. Spielminute in Münster. Es steht 3:3. Viktoria ist 2:0 in Führung gegangen. Kurz vor der Pause gleicht Münster auf 2:2 aus, geht kurz nach der Pause mit 3:2 in Führung. Und auch diese hält nur 5 Minuten, weil dann schon wieder Luka Masaila zur Stelle ist. Und seitdem steht es hier 3:3. Es ist eigentlich erstaunlich lange kein Tor mehr gefallen. So sieht's aus. Aber ja, da wollen die Münsteraner das auch gerade verhindern. Scherder mit dem Ball zurück auf Schenk mit einem langen Ball. Und da ist David Kubata, köpft den Ball nach vorne, hat jetzt mal 2-3 gute Aktionen gehabt. Bisher ein sehr unglücklicher Tag für unsere Nummer 39. Jetzt Simon Handle, verliert den Ball im Zentrum, muss direkt wieder dagegen gehen gegen Lorenz. Der Ball kommt auf die linke Seite, so Kshereva, der ist im Duell mit Michael Schulz, der da aber viel zu weit weg steht und da nichts beanstanden kann. Jetzt Lorenz auf der linken Seite, könnte den Ball in die Mitte bringen, tut er nicht, weil der Ball geht hinter das Tor, auf das Tornetz. Und es gibt Gelb gegen Simon Handle, weil das eben ein Foul war, als er den Ball verloren hat. 66. Spielminute inzwischen hier, diese gelbe Karte für Simon Handle. Die erste Viktoria-gelbe Karte, die Münsteraner haben bisher 3, davon aber nur noch 2 Jungs auf dem Feld, weil Bazzoli bereits ausgewechselt wurde. Und ebenso die erste gelbe Karte für Simon Handle in dieser Saison. So sieht's aus. Und das immerhin in seinem 15. Einsatz. Er ist zwar fast jedes Mal eingewechselt worden, aber nichtsdestotrotz hat er bei jedem Spiel dabei. Und gleich wird auch einer wieder mit dabei sein, der jetzt viele, viele Monate raus war. Lars Dietz wird hier gleich eingewechselt. Das freut mich. Der steht unten an der Bank. Ich denke mal für David Kubata. Schauen wir aber erstmal, was Ben Voll macht. Der Ball ist für David Philipp. Ich nehme aber auf den Kopf von Preissinger. Der köpft nach vorne zu Kshereva. Dann die Kugel auf der linken Seite bei Lorenz in Richtung 16er. Da ist aber Michael Schulz, den rechten Fuß dazwischen. Dann Koch hinten auf Kulis, der jetzt auf die linke Seite gewechselt ist. Also vom Zentrum auf die linke Verteidigerposition oder Innenverteidigerposition. Jetzt Preissinger, tiefer Ball über die linke Seite. Aber da ist Simon Handle, beackert die Schiene, hat die Kugel und spielt sie ins Aus. Und damit gibt es den Einwurf und noch den Wechsel. Schiedsrichter dreht sich noch nicht um. Sieht genau. Das noch nicht, dass wir da bereitstehen. Der Haken jetzt hält aber die Tafel parat.
Also. Ja doch, jetzt hat es der Schiedsrichter gesehen. Also ich gehe auch davon aus, dass die 39 jetzt aufleuchten. Ja. Genau so ist es. David Kubata verlässt den Platz in der, ja was haben wir, 69, 70. Spielminute. Da kommt gerade eine Werbeanzeige auf der Anzeigentafel. Deswegen kann man jetzt gerade die Spielzeit nicht erkennen. Auf jeden Fall Dietz für Kubata. Comeback für Lars Dietz nach über einem halben Jahr, dass er ausgefallen ist wegen eines Zehenbruchs, der sich dann in der Folge noch verkompliziert hat. Wir wollen da jetzt nicht in die medizinische Akte zu tief eindringen von Lars Dietz. 68. Spielminute ist es. Auf jeden Fall herzlich willkommen zurück im Kader von Viktoria Köln und auf dem Platz Lars Dietz. Junge, du hast uns gefehlt. So sieht's aus. Jetzt erstmal der Ball im Zentrum. Da ist Niklas May, muss ihn rausköpfen. Und dann Rovca und der haut den da aus 15 Metern. Genauso weit übers Tor, wie er vom Tor wegstand. Und damit gibt es ja Abstoß für Ben Voll. Aber man muss wieder sagen, es ist schon wieder gefährlich geworden. Wir bekommen sehr viele Geschenke vom Schiedsrichter, verteilen genauso viele an den Gegner und können froh sein, dass er das noch nicht öfter ausgenutzt hat, als wir die Fehler des Gegners ausgenutzt haben. So muss man ganz klar so sagen, natürlich. Ja. Jetzt erstmal Ben Voll, der lässt sich da ein bisschen Zeit. Das gefällt den Münsteraner Fans natürlich überhaupt nicht. Jetzt aber die Kugel in Richtung Mittelkreis. In den Fuß von Simon Handle. Was für ein starker Ball. Und jetzt dreht er sich auf und der tiefe Ball auf Sunajar, der ich glaube nicht mehr so ganz bei 100% ist. Allerdings rausgespielt in den Fuß von Michael Schulz. Da wird es jetzt nicht gefährlich für Münsteraner. Im Zentrum jetzt Jeremias Lorch. Der zieht mal, er macht das sehr, sehr gut. Läuft über die Sechserposition. Jetzt in Richtung Münsteraner Hälfte. Hat immer noch die Kugel am Fuß. Jetzt wird es übergespielt auf Simon Handle. Und jetzt der tiefe Ball in Richtung Marseiler. Der ist im 16er. Kann den Ball mit dem Rücken zum Tor annehmen. Läuft aus dem 16er raus. Auf der rechten Seite. 15 Meter von der Eckfahne entfernt, findet jetzt Sunajar, der sich anbietet, hat den Ball auf seinem starken linken Fuß, gibt erstmal zurück auf Simon Handle. Wann kommt die Halbpad-Flanke? Na, jetzt kommt sie noch nicht. Handle wieder auf Sunajar. Wir sind 25 Meter vor dem Tor auf der rechten Seite. Jetzt die Flanke auf die linke Seite. Da ist Donny Bogicevic im 16er. Hat den Ball auf dem Fuß. Ja, wann kommt der Pass? Wann kommt der Schuss? Donny Bogicevic, komm, jetzt such dir den Spot. Ah, Pass ins Zentrum und da kommt Niklas May nicht an den Ball. Und dann erstmal rausgespielt. Und Einwurf für die Viktoria hier von der linken Seite. Niklas May, wird's mal. So sieht's aus und das erfolgt in diesem Moment auf Bogicevic. Bogicevic dreht sich, spielt erstmal ins Zentrum und das ist ein katastrophaler Fehlpass. Zum Glück ist die Münsteraner Mannschaft nicht direkt. Aber den holt er sich zurück, Donny! Aber wenn noch über Foul. Und das gibt Gelb. Das gibt Gelb in der 70. Spielminute. Ja, muss auch Gelb geben, leider. Ja. Das ist Donny Bogicevic. Auch erste gelbe Karte in dieser Saison und damit auch die erste gelbe Karte in der dritten Liga überhaupt für unseren Mittelfeld-Youngster. Da liegt jetzt im Moment noch ein Münsteraner am Boden, richtet sich aber schon so langsam wieder auf. Joel Grodowski, der ist auch wirklich, also was, wenn der Kilometergeld bekommt, dann wird er reich, auch wenn er nur bei Preußen Münster spielt. Das muss man ganz klar sagen. Der ackert ja wirklich, da kann man nur den Hut vorziehen. Ja. Der hat Tempo, der hat Übersicht, richtig guter Junge. So, Kock jetzt mit dem Freistoß auf die linke Seite. Das ist Marc Lorenz, der den Ball per Kopf in unseren Strafraum bringt. Das ist aber überhaupt kein Münsteraner. Aber zum Glück ist da Ben Voll, der den Ball jetzt zunächst noch am Fuß hat. Jetzt läuft ihn Batmas an, deswegen kann Voll den Ball aber aufnehmen, weil er ja vom Gegner kam, spielt weiter auf Dietz. Dietz spielt auf Bogicevic, das ist noch nicht geglückt, das war ein Fehlpass. Die Münsteraner jetzt zunächst mal mit Preissinger, der verliert den Ball aber an Philipp. Philipp macht das Spiel jetzt schnell auf Bogicevic. Bogicevic stark mit einer Körpertäuschung, lässt da gleich zwei Münsteraner stehen, gibt weiter auf Niklas May. May spielt auf links auf Marseiler. Marseiler im Dribbling, legt sich den Ball jetzt auf den rechten Fuß, nochmal Körpertäuschung, legt sich wieder auf die linke, dann wieder auf den rechten und spielt dann zunächst mal zurück auf Moritz Fritz. Fritz spielt ein Stück zurück auf Jeremias Lorch, der dringt jetzt in den Mittelkreis ein und spielt zunächst mal in die eigene Hälfte zurück auf Michael Schulz und der geht dann erstmal auf Nummer sicher, gibt zurück auf Ben Voll. Voll ein paar Meter aus dem eigenen 16er heraus, hält er den Ball jetzt erstmal ganz ruhig am Fuß, jetzt kommt mal Batmas angelaufen, daraufhin spielt Voll den Ball hoch in die gegnerische Hälfte. Najar kommt nicht ins Kopfballduell, aber Philipp kann den Ball erlaufen und woraufhin Najar den Ball dann an den Fuß bekommt. Spielt zurück auf Moritz Fritz. Fritz verlagert das Spiel auf die linke Seite. Da geht es über Dietz weiter auf Marseiler. Der hat jetzt mal ein bisschen Platz auf der linken Seite, aber da fehlt jetzt auch schon so ein bisschen die Spritzigkeit, was auch bei diesen Bodenverhältnissen kein Wunder ist. Jetzt die Flanke von Marseiler, die kommt ziemlich gefährlich und da liegt David Philipp. Quer in der Luft, kann den Ball leider nicht erreichen. Kontermöglichkeit jetzt vielleicht für die Münsteraner. Die haben den Ball bereits nach vorne gespielt. Stark angenommen, den Ball von Grodowski. Grodowski nimmt über die linke Seite. Wieder Speed auf. Und was hat der für einen Speed? Da kommt Michael Schulz nicht hinterher. Aber Jeremias Lorch steht in der Mitte zum Glück. Kann zur Ecke rausklären. Aber dieser Grodowski, meine lieben, mein lieber Herr Gesangsverein, wie man so schön sagt,
Das ist ein Junge, der ist vielleicht auch noch durchaus zu höherem Berufen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube auch. Er ist noch nicht so in dem Alter, dass der Zug schon abgefahren wäre. Generell einige im Münsteraner Kader, also auch Badmas, ne? Auch wenn er lange in der zweiten Liga war. Ich glaube, da wird der auch kurz- oder mittelfristig wieder hinkommen, wenn auch vielleicht dann nicht mit Münster. Die aber hier drauf und dran sind, hier wieder das 4:3 zu machen. Ich glaube, wenn man neutral drauf guckt, wenn eine Mannschaft 4 Tor machen sollte, dann wären es wahrscheinlich Münsteraner. Jetzt kommt gleich Waldrin Mustafa, der läuft da in Richtung Bank, wird hier gleich in die Partie kommen. So wie es aussieht, Hagen Papst ist da auch beim, ja, auf jeden Fall dabei. Schulz kann zunächst mal bei der Ecke rausklären. Dann ist Ben Voll da, der den... Zunächst kann Voll klären und dann nochmal der zweite Ball und der kullert relativ knapp am Tor vorbei. Aber noch nicht mal ins Tor aus, sondern entlang, parallel zur Torauslinie, bis jetzt sogar ins Seitenaus. Aber es gibt keinen Einwurf, sondern Freistoß für die Münsteraner von... Nein, es gibt doch Einwurf. Es sah nur so aus, als wollte sich Badmas den Ball zu einem Freistoß zurechtlegen. Gibt aber den Ball nur weiter für den Einwurf für Marc Lorenz, den etatmäßigen Mannschaftskapitän, der heute von der Bank gekommen ist. Das kennen wir ja durchaus auch, einen Routinier zu haben, der höher gespielt hat und dann der etatmäßige Mannschaftskapitän ist. Und dann aber häufig nur eingewechselt wird. Liebe Grüße an Marcel Risse. So, liebe Grüße an Ben Voll, der diesen Ball, der da in den Strafraum gechippt wird, ganz problemlos aufnehmen kann. Abschlag weit in die gegnerische Hälfte. Najar kommt da mit Terhorst in ein Laufduell. Terhorst blockt den Ball wunderbar ab, sodass der Ball ins Seitenaus geht. Einwurf für die Münsteraner von deren linker Abwehrseite. Hier steht jetzt das Publikum auf der Tribüne auf. Ja. Offensichtlich... Ich hoffe, hier vor uns die Leute nicht, dann können wir schön sitzen bleiben. Genau. Offensichtlich haben die Einheimischen hier irgendwas angestimmt. Wow. Sind jetzt gleich den Einwurf, Wechsel bei der Viktoria noch nicht ausgeführt, auch wenn Waldrin Mustafa hier gleich in die Partie kommen wird. Ja, dann kommt der Einwurf. Auch da lassen sich die Münsteraner jetzt Zeit. Es sind noch 16,5 Minuten zu spielen. Jetzt erstmal der Einwurf zurück auf Schenk. Der wird angelaufen von David Philipp. Muss ihn dann unter Druck nach vorne spielen. Und so ist Niklas Maider mit dem Kopf nach vorne. Auf Luka Maseler, 30 Meter vor dem Tor. Mit der Hacke auf Donny Bogicevic. Und er bekommt den Ball. Läuft jetzt in Richtung 16er. Donny Bogicevic, aber erstmal abgeblockt. Jetzt ist Cherevar da. Spielt er mal nach vorne. Da ist Simon Handel. Holt sich die Kugel. Und dann ist es ein Foul vorher. Freistoß für die Münsteraner. Ja. Aber das ist, wenn man sieht, wie Bogicevic sich den Ball zum Abschluss bereitlegt, dann hat man direkt das Gefühl, das muss einfach gefährlich werden. So, Sunajar, für den wird es jetzt nicht mehr gefährlich, sondern für den ist jetzt Feierabend, denn der verlässt den Platz und wird durch Waldrin Mustafa ersetzt. Bedeutet mit Sicherheit, dass Philipp die Najar-Position einnehmen wird, in der Halbposition und dafür dann Waldrin Mustafa die Zentrumsstürmerposition übernehmen wird. Und genauso sortieren sich die Jungs da jetzt auch inzwischen. Interessant, meiner Meinung nach, dass es Mustafa ist, der kommt und nicht Becker. Na, ich glaube, Waldi ist vielleicht jemand, der... Konterstärker? Würde ich behaupten, wahrscheinlich ein bisschen schneller, denke ich mal. Aber hier macht das gut mit der Grätsche. Ne? Pressing ausgelöst und so Ballgewinn für die Viktoria. Über die linke Seite Niklas May verliert den anderen Borowska. Zweiter Ball aber dann bei Luka Maseiler, der jetzt sehr, sehr tief den Ball lang spielen muss. Und da ist es. Waldrin Mustafa im Laufduell mit Kock. Macht das gut, aber allerdings kommt der Ball da zu Schenk. Der Keeper der Münsteraner mit dem Ball nach vorne. Auf unser Kapitän Moritz Fritz. Der köpft den Ball nach vorne und dann ist Preisinger da. Trägt das Leder jetzt in die gegnerische Hälfte. Cherevar mit dem Ball auf die linke Seite zu Lorenz. Hat den Ball auf dem linken Fuß. Jetzt im Duell mit Philipp. Erstmal zurückgegeben auf Preisinger. Der ins Zentrum und dann geht der Ball von Badmas wieder nach links auf Lorenz. Ja, wann wird er die Flanke bringen? Jetzt tut das. Auf Grodowski ist da nicht mit der Hand dran. Jetzt im Rovca im Duell mit Bogicevic. Ja, war das gut. Und jetzt Konter Viktoria. David Philipp über die rechte Seite da. Im Duell mit Kulis wird er gelegt. Allerdings ohne Foul. Und damit der... Was? Nein. Ja, ohne Foul. Oder? Nee, mit Foul. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen nicht eindeutige Gestik vom Schiedsrichter, was er da jetzt tatsächlich entschieden hat. Also, aber er hat tatsächlich auch Freistoß für die Viktoria entschieden. So sieht's aus von der rechten Seite, direkt vor der Mittellinie. Wenn es denn tatsächlich jetzt so ist. Jetzt war ich für einen Moment tatsächlich wieder irritiert. Es sieht so aus, der trägt sich was ein. Und Ja. Dann gab es wahrscheinlich sogar Gelb, ne? Jo. Habe ich aber jetzt überhaupt nicht gesehen. Ja, jetzt steckt auch jetzt gerade die gelbe Karte wieder weg. Es gab Gelb, werden wir gleich nachgucken. Ja. Oder wird gleich hier wahrscheinlich angezeigt auf der Anzeigetafel. Apropos Anzeigetafel, kurz nochmal erwähnt. 77. Spielminute, 3:3 zwischen Preußen Münster und Viktoria Köln. Freistoß jetzt ausgeführt von Schulz zurück auf Lorch. Lorch dringt in den Mittelkreis ein, spielt dann quer auf Lars Dietz, der jetzt die linke Innenverteidigerposition begleitet. Einen steilen Ball nach vorne kann Niklas Maier da nicht erreichen. Den zweiten Ball erholt sich dann aber Dietz.
Bleibt zunächst mal an den Münsteranern hängen, aber dann ist Bugicevic zur Stelle. Spielt links raus auf Niklas Mai. Mai, angegangen von Cherevar, spielt aber zunächst mal auf die Außenbahn zu Masaila. Masaila setzt nach, zu einer Flanke an, spielt aber dann zunächst mal zurück ins Halbfeld auf Moritz Fritz. Fritz chippt den Ball in den Strafraum, da ist ein Münsteraner Kopf zunächst mal dazwischen. Und jetzt theoretisch die Chance für die Münsteraner zu kontern. Preissinger spielt auf Cherevar, schön hinterhergegangen von Bugicevic, zunächst mal das Tempo rausgenommen. Dann ist es wieder mal Grodowski, der läuft jetzt auf Lars Dietz auf. Grodowski ist ein, das ist ja Wahnsinn, was der mit unserer Abwehr macht. Dietz kommt zu Fall, der Ball wird in die Mitte gelegt von Grodowski und zum Glück trudelt der Ball dann ins Tor aus, da da ein Viktorianer noch den Fuß dazwischen hat. Aber was dieser Joel Grodowski unsere Hintermannschaft da rund macht, das ist wirklich, da kann man nur staunen. Ja. Also Doppelwechsel, ihr habt es gerade gehört, Cherevar geht raus, genauso wie Batmaz und reinkommen, Wehkamp und Andrew Wooten. Ja, das sind zwei Zentrumsstürmer, die die Münsteraner da nochmal bringen. Klare Marschrichtung. Absolut, ja. Unser Nummer 14, Andrew. Und unser Nummer 25, Gerrit. Ja, das sind zwei interessante junge Leute, die da jetzt ins Spiel kommen. Mit Andrew Wooten, jemand, der sogar ein A-Länderspiel für die USA absolviert hat. Ja. Und mit Gerrit Wehkamp, was man gar nicht glauben soll, jemand, der sogar mal drei Bundesligaspiele absolviert hat. Für? Fortuna Düsseldorf. Wahnsinn. Ja. So, der Ball kommt jetzt in den Strafraum. Da ist aber zunächst mal ein Viktoria Kopf zur Stelle. Den zweiten Ball holt sich Masaila. Masaila ist auf dem Ball, die auf der rechten Seite mit sehr, sehr viel Platz. Ah, Masaila. Ja. Masaila ist aber auch so unglaublich schwer vom Ball zu trennen. Ja. Rovzer schafft es dann. Und den Masaila setzt zurück. Nach, wird dann aber am Trikot gezogen von Marc Lorenz. Boah, und Niklas Mai, nein. Das sah so aus, als wollte Mai ihm da so richtig an den Kragen gehen. Ja. Zum Glück. Aber Moritz Fritz war da und wenn der Kapitän kommt, dann bleibst du erstmal zurück. Ja. Aber das Jungspund. Also was da für ein Feuer gerade in Niklas Mai gelodert ist, aber alter Schwede. Ja, der wurde angeschossen. Mhm. Sehr blöde Aktion. Ja. Ist manchmal gelb, manchmal nicht. Wie auch immer, Viktoria im Ballbesitz über Jeremias Lorch. Dreieraufbau jetzt über das Zentrum. Jere ist jetzt im Mittelkreis, hat den Ball noch auf dem rechten Fuß, findet aber vorne keine Anspielmöglichkeit, dreht sich einmal. Jetzt immer noch die Kugel am Fuß auf die linke Seite zu Luca Masaila und der versucht den tiefen Ball, aber dann ist der Horst da und jetzt der Ball nach vorne auf Grodowski, weil Lars Dietz nicht da ist. Und jetzt Grodowski gegen Lars Dietz, immer noch die Nummer 9 der Münsteraner. Jetzt mit dem Ball im Zentrum, Kopf von Lorch ist dazwischen, da gibt es den Einwurf für Münster direkt an der Eckfahne. Hier in der 80. Spielminute, noch 10 Minuten hier zu gehen, 3:3, es ist schon ewig lange kein Tor mehr gefallen, dafür, dass eben sekündlich fast hier die Dinger, die Buden gefallen sind. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, jedes Mal, wenn Joel Grodowski am Ball ist, dann habe ich das Gefühl, dass es kurz davor, dass ein Tor fällt und das wäre dann, da würde das Pendel in eine Richtung ausschlagen, die mir gar nicht gut gefällt. So sieht's aus. So, Sascha Hildmann scheint das im Moment auch gar nicht gut zu gefallen, der ist bereits gelb verwarnt, der Münsteraner Trainer, der da auch echt ganz, ganz viel in Bewegung, in Aktion ist, steht da gerade an der äußersten Kante seiner Coaching-Zone. Heißt das Coaching-Zone in der dritten Liga auch? Ich weiß es gar nicht. Ja. Die ist auf jeden Fall auch sehr großzügig bemessen hier in Münster, muss man sagen. Also hier ist echt, hier hat man, das ist wie so ein Laufsteg, sieht das fast aus. Da ist echt viel Platz. So, der Einwurf von Lorenz jetzt in den Strafraum wird zunächst mal verlängert. Dann ist Dietz da, dann ist Masaila da, der Ball zunächst mal raus. Der Horst will den Ball in den Strafraum bringen, da kann er zunächst mal geblockt werden von Mustafa. Mustafa verfolgt dann. Ja, der Ball zurück von Lorenz, im Endeffekt keine Gefahr. Johannes Schenk als sehr, sehr, sehr weit aus dem 16er raus. Aber jetzt ist Simon Handle da, also Schenk hat den Ball zunächst an unsere Seite geklärt, jetzt aber Handle mit Philipp, den nimmt er mit, der wird zu Fall gebracht von Rovzer und das wäre doch jetzt eigentlich die erste gelbe Karte für Sebastian Rovzer auf dem Weg zu seinem Platzverweis, zu dem etatmäßigen, aber nein, das ist tatsächlich noch nicht der Fall. Aber Freistoß für die Viktoria gibt es aus halbrechter Position, 35 Meter, ja vielleicht auch 40 als The Shell, darf ich mich da durchaus mal vertun mit diesen Entfernungen, die das so sind. Bugicevic und Philipp stehen auf jeden Fall bereit, um diesen Freistoß auszuführen. So sieht's aus, die Münsteraner stehen sehr, sehr weit vor dem eigenen 16er. Die wollen gar nicht, dass der Ball da im richtigen 16er kommt. Da stehen Masaila und Lorch gerade im Abseits als Finte. Jetzt kommt der Ball aber trotzdem, ja, aber viel zu kurz. Preissinger mit dem Ball nach vorne, aber ach, in die Hacken von, ja, von Grodowski. Allerdings kommt der Ball da doch nach vorne, jetzt zu Ben Voll. Ja, war jetzt gerade ein bisschen unübersichtlich. Allerdings, Ben Voll hat den Ball hinten. Jeremias Lorch ist es auf beiden Seiten nicht gefährlich geworden. Und jetzt erstmal wieder Spielaufbau für unser Viktoria in den letzten Zügen dieser Partie. Es sind noch knapp 9 Minuten regulär plus Nachspielzeit hier zu gehen. Und die Viktoria hat hier gerade keine Anstand, hier noch die große Schlussoffensive zu fahren.
Jetzt erstmal Ben voll mit dem Ball auf Dietz und dann das Pressing der Münsteraner, aber erstmal daraus befreit. Mai auf Maser, legt den Ball zu weit vor. Scherder ist da aber in die Füße gespielt von Niklas Mai und er gibt erstmal wieder zurück. Auf Jeremias Lorch, der Dreh- und Ankerpunkt in unserer Defensive. Ganz ruhig. Und jetzt der lange Ball von Schulz in Richtung Mustafa. Der mit einem guten Auge für David Philipp. Und jetzt wieder Mustafa. Holt sich den Ball. Waldi Mustafa zieht ab. Und dann ist er da. Dann ist Schenk da. Hat den Ball. Der war zu. Ja, mit ein bisschen zu wenig Drive und mit ein bisschen zu wenig Platzierung. Ja, und ein bisschen zu weit weg vielleicht auch für den Versuch. Aber ich finde super, dass er das Selbstvertrauen hat, das einfach mal zu probieren aus dieser Position. Da ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Nichts dagegen zu sagen ist auch jetzt, dass Lars Dietz offensichtlich diesen Zweikampf gewinnt. Genau, deswegen Bogicevic am Ball. Masaida spielt dann zunächst mal zurück auf Mai. Der Ball in der eigenen Hälfte. Jetzt in Richtung Mittelkreis Moritz Fritz. Der gibt zunächst mal auf halb rechts auf Schulz. Schulz gibt dann noch weiter auf Handler auf die rechte Seite. 40 Meter von der eigenen Torlinie entfernt. Zunächst mal zurück wieder auf Jeremias Lorch. Lorch spielt dann in Richtung der Mittellinie zu Bogicevic. Bogicevic geht jetzt aber im Rückwärtsgang zunächst mal Richtung eigenes Tor zu Lorch. Dann wieder mit dem Ball in den Strafraum zu Ben Voll. Und der pöllt ihn erstmal sehr weit raus bis in die gegnerische Hälfte. Die Münsteraner köpfen den Ball wiederum in unsere Hälfte. Da ist dann Jeremias Lorch, der sich des Balles annimmt und ihn auf die linke Seite zu Mai gibt. Mai im Duell mit Herr Horst. So recht traut sich da noch keiner. Dann wird der Ball zunächst mal auf Masaila weitergegeben. Der wird zu Fall gebracht. Sehr gut. Nichts passiert, kein Pfiff, aber Masaila erläuft sich den Ball dann gegen Ter Horst und spielt zunächst mal, wie du richtigerweise das genau angekündigt hast, auf Jeremias Lorch, der einen schönen tiefen Pass auf David Philipp, stark weitergeleitet auf Mustafa. Ah, aber dann verlieren die beiden den Ball in Gemeinschaftsproduktion sozusagen. Und Thomas Kock, der Niederländer, der vorhin eingewechselt wurde, ist im Defensivverbund der Münsteraner, klärt da zunächst mal. Dann ist es Marc Lorenz, der den Ball ja sehr unstrukturiert, unzielgenau, auch ein schönes Wort, in die Viktoria-Hälfte schlägt. Da ist Ben Voll und der schlägt den Ball wieder rum in die Münsteraner-Hälfte. Und da ist Masaila im Zweikampf mit Scherder. Und ja, da gibt es Freistoß für die Münsteraner. Guck mal, weißt du, was mir da gerade auffällt? Na, er grinst wieder so, Leute. Schaltet vielleicht gerade mal ganz kurz aus und dann so nach 10 Sekunden wieder ein. Also Münster hat ja zwei Hähne in der Verteidigung, ne? Ein Kock und ein Hahn. Was heißt vielleicht Scherder noch Hahn auf irgendeiner lettischen Sprache oder so? Wahrscheinlich. Müssen wir mal rausfinden. Wahrscheinlich, ganz genau. So, jetzt erstmal wieder hinten rum. Das ist Kock, der den Ball gibt zu Schenk. Jetzt wieder der Niederländer mit der Nummer 6. Lange Ball. Und da ist Lorch mit dem Kopf da. Und das wird dann gepfiffen, das passt. Ja, es passt nicht zur Linie, das schießt sich das, ne? Kann man pfeifen, aber passt halt nicht zur Linie. Ganz genau. Ja, aber der Ball wäre eh wieder bei Münster gewesen. Hat die Hände eingesetzt, Jeremias Lorch da im Zweikampf, ist schon in Ordnung. Aber ganz genau, es ist halt überhaupt Kinkerlitzchen im Vergleich zu dem, was hier teilweise nicht gepfiffen worden ist. Und Marc Lorenz legt sich den Ball da zurecht in halbrechter Position. 35 bis 40 Meter vom Viktoria-Tor entfernt der Linksfuß. Da ist also eine Flanke mit Schnitt in Richtung des Elfmeterpunkts vielleicht zu erwarten. Genauso ist es, aber nicht ganz Richtung Elfmeterpunkt. Nichtsdestotrotz gefährlich. Da ist dann zunächst mal Moritz Fritz, dann ein Dropkick und das ist wieder Ben Voll mit einer Irrenparade. Einer Irrenparade. Da liegt jetzt ein Viktorianer im Strafraum, hat sich wehgetan. Also wenn wir diesen Punkt hier heute tatsächlich entführen aus Münster, da muss man natürlich einen ordentlichen Anteil davon Luca Masaila als dreifachen oder zweifachen Torschützen zuschreiben. Aber auch Ben Voll, was der da heute für Dinger mal wieder gehalten hat, ganz großes Kompliment. Die 86. Minute ist jetzt hier angebrochen im Preußenstadion. Das heißt, 5 Minuten regulär noch. Der Schiedsrichter hat jetzt gerade dem Viktoria-Spieler auf die Beine geholfen, der da umgefallen und am Boden war. Das ist Jeremias Lorch, wie ich inzwischen erkennen konnte. Jetzt gab es Schiedsrichterball, der Ball bei Ben Voll im eigenen Strafraum. Da kommt jetzt Andrew Guten angelaufen, deswegen nimmt Voll den Ball in die Hand und läuft zunächst mal, spaziert im eigenen Strafraum mit dem Ball herum. Jetzt kommt der Abschlag aus der Hand. Uiuiui, ganz schön weit. Und dann sind es zunächst mal die Münsteraner, die den Ball per Brust ins Seitenaus klären. Einwurf von Simon Handle, der zunächst mal zurück auf Michael Schulz. So sieht's aus und jetzt geht's wieder durchs Zentrum. Na, dann eher doch wieder nach hinten. Lorch, da wäre der Raum mal frei gewesen. Jetzt aber Ben Voll hat den Ball am Fuß. Jetzt wieder lange Hafer in Richtung Mustafa. Der kann verlängern auf David Philipp, aber dann ist da noch ein Fuß dazwischen. Ich glaube, das war cool ist. Und jetzt Masaila hat auch wieder einen Fuß dazwischen. Beginnt der Ball nicht ins Aus. Und jetzt über die linke Seite. Luca Masaila ist tatsächlich nicht müde zu kriegen. Der Ball ist immer noch im Spiel. Jetzt auf Niklas Mai. Wir sind kurz vor dem 16er. Da ist Donny Bogicevic. Auf Niklas Mai im 16er. Und er verliert die Kugel. Und Dambrovza ist da vorbei an Bogicevic. Jetzt kommt Moritz Fritzer dazu. Und was macht er? Da ist ein Foul. Es ist ein Foul. Das muss er ziehen. Das muss er ziehen. Ja.
Aber das, du sagst es, er muss es ziehen, weil sonst ist Münster da durch. Ja, und, da muss und es gibt kein Gelb. Da muss der Schiedsrichter aber auch die gelbe Karte ziehen. Das ist in der Tat abenteuerlich, ja. Guck mal, Kevin Rauhut, was der anzeigt. Hier, Birne einschalten. Ah, okay. Es sind noch 3,5 Minuten. Jetzt klatscht Kevin da nochmal. Also genau das. Birne einschalten, wach bleiben. Ja, absolut. Denn die letzten Minuten der ersten Halbzeit, da war die Birne weniger an als im Lidl in der Kasse. Aber egal. So, jetzt erstmal der lange Ball nach vorne. Jetzt sind wir wieder im eigenen Strafraum. Das ist Andrew Wooten. Gibt den Ball auf die linke Seite zu Lorenz. Der kommt flach. Aber erstmal rausgeklärt. Und dann ist Simon Handle da. Kann die Flanke nicht verhindern. Allerdings geht der Ball auch mehr nach hinten als nach vorne. Und damit gibt es Abstoß für Ben Voll. Jetzt noch genau 180 Sekunden. Aber erst einmal werden ein paar Sekunden damit verbracht, dass die Partie hier unterbunden ist. Denn Lorenz liegt da am Boden. Ja, der hatte diesen Check von Handle mitbekommen, genau. als die beiden da auf Höhe der Torauslinie an den Ball bekommen. Oh, jetzt kommt Julian. Es geht wieder los. Ja, haben wir lange nicht gehabt. So, Ben Voll legt sich den Ball jetzt am 5-Meter-Raum zurecht. Stapft da nochmal das Gras ein bisschen fest, nimmt jetzt Anlauf. 5 Schritte sind das, oder sagen wir mal, es waren 4. Der Ball auf halb links in die gegnerische Hälfte, per Kopf verlängert von einem Münsteraner. Deswegen Einwurf für die Viktoria. Das macht Niklas May. Wirft zunächst mal auf Mustafa. Mustafa bekommt den Ball abgenommen von Kock, aber May ist erneut im Ballbesitz. Spielt weiter auf Fritz. Fritz gibt zunächst mal zurück auf Lorch, der dirigiert seine Mannen. Spielt dann aber nächstes Mal ein Stückchen weiter zurück noch auf Michael Schulz. Von Schulz bekommt Lorch den Ball unmittelbar zurück, dreht sich einmal um die eigene Achse, sieht keine gute Anspielstation. Deswegen ist die Entscheidung, den Ball zu Ben Voll zu geben, vielleicht gar nicht die verkehrte. Der Ball hoch in die Münsteraner Hälfte geflogen inzwischen. Prallte jetzt zurück in Richtung Viktoria-Hälfte. Jetzt gerade bei Handler auf der rechten Seite. Dann will Philipp den Ball durchlassen. Keine schlechte Idee. Aber da war halt niemand, der sich den hätte erlaufen können. Der Ball titscht jetzt immer so ein bisschen hin und her zwischen beiden Seiten. Guter Ball. Das war mal schön gespielt, ganz genau, auf Bogicevic. Bogicevic nimmt jetzt mal Tempo auf in Richtung des Strafraums. Nimmt da Masaila mit. Boah. Und da hat nicht viel gefehlt. Und vor allen Dingen, wie stark war dieser Schuss von Masaila? Also die Beinhaltung. Prallwacht. Auch. Wahnsinn. Wucht. Ja. Nicht wacht. 89 Minuten, das aber war nochmal eine gute Möglichkeit. André Becker kommt jetzt für Luca Masaila in der Partie, der da komplett am Rotieren ist. Zeigt's an, er muss das ordentlich durchpusten. Also André Becker kommt jetzt rein für Luca Masaila. Jetzt ein Zwei-Mann-Sturm vorne bei unserer Viktoria. Hier kurz vor Abpfiff. Ja, Luca Masaila, der hat sich wirklich komplett verausgabt. Wahrscheinlich, also zumindest mal vom Ertrag her, das beste Spiel seiner Karriere, glaube ich. Wahrscheinlich. Kann man sagen. Ja. Ich will aber eine Sache nochmal herausheben. Dieser Ballgewinn eben von Lars Dietz, der im Zentrum den Ball bekommt, sofort schaltet nach vorne, spielt auf Donny Bogicevic, der dann wiederum die Kugel in die nächste Linie trägt und dann der Pass auf Masaila. Also da sieht man, Lars Dietz kann wirklich, wirklich wichtig für diese Mannschaft sein. Absolut. Jetzt erstmal langer Ball und wichtig dann, dass Becker da ist, denn der hat den Kopf dazwischen, auch wenn der zweite Ball dann nicht bei uns ist. Dritter Ball ist aber dann bei uns, Lorch, und auch der vierte Ball dann bei Simon Handler auf dem Kopf. Bedeutet, dass der fünfte Ball wieder bei Münster ist. Und jetzt über die linke Seite Lorenz. Nochmal der Ball in den 16er. Und da wäre er gewesen, Joel Grodowski, aber der Ball ist ein Ticken zu weit. Und jetzt sind es hier noch rund 20 Sekunden bis die Nachspielzeit dann gleich angezeigt wird. Gucken wir mal da runter. Der Schiedsrichterassistent, der vierte Offizielle, steht schon da, wird hier gleich eine Zeit anzeigen. Der weiß also schon mehr als wir. Das ist ein Skandal. Absolut, aber er teilt dieses Wissen jetzt mit uns. Denn es sind 5 Minuten Nachspielzeit und Abschlag von Ben Voll in dieser Sekunde erfolgt. Da kommt Becker nicht in den Kopfball, weil Preissinger da doch noch ein paar Meter entfernt war. Becker arbeitet aber ein Stück nach hinten. Die Münsteraner spielen den Ball ins Zentrum, da kann Moritz Fritz zunächst mal klären. Mustafa kann den Ball nicht erlaufen, aber dann ein Passversuch von den Münsteranern, der im Niemandsland landet. Da ist Niklas May dann im Endeffekt, der aber einen unnötigen Fehlpass auf Ter Horst spielt. Ter Horst gibt in die Mitte auf den Rovza. Rovza legt zunächst mal zurück auf Scherder. Die Münsteraner jetzt komplett alle Feldspieler in der Hälfte der Viktoria. Nein, in dieser Sekunde zieht sich Thomas Kock zurück und die Münsteraner bauen noch mal ein Stückchen defensiver auf. Das ist jetzt Kulis, der den Ball auf links heraus zu Lorenz gibt. Der spielt zunächst mal zurück und dann landet der Ball sogar ganz hinten bei Johannes Schenk, dem Schlussmann der Münsteraner, der den Ball dann wiederum weit nach vorne spielt. Kopfballverlängerung von Gerrit Wehkamp. Die kommt jetzt leider an bei Grodowski. Und wir wissen, wenn der in Richtung 16 läuft, dann wird es gefährlich. Allerdings hält der da Niklas May. Ein klares Foul. Und Niklas geht da zum Ball und zum Glück nicht zum Gegner. Sehr, sehr gut. Und es sind jetzt noch 4 Minuten. Ich habe die Stoppuhr hier an. Also 4 Minuten sind es noch. 5 Minuten Nachspielzeit waren angezeigt. 3:3 steht es hier in Münster. Münster gegen Viktoria Köln. Und Viktoria hat jetzt einen Freistoß aufgrund des Fouls hier eben von Grodowski an Niklas
Meine Aufgabe für Ben Voll, dessen Trikot jetzt mehr braun wie gelb ist. Allerdings ist das Gelb noch zu erkennen. Ich hoffe, Claudia hat gutes Waschpulver. Garantiert. Dass wir dann gegen Ulm auch wieder ein gelbes Trikot sehen. Erstmal der lange Ball in Richtung André Becker. Das macht durchaus Sinn, wenn der Mann da vorne ist. Wird da ein bisschen gehalten von Brovza. Allerdings reicht das nicht für einen Freistoß. Und so jetzt Ballgewinn der Münsteraner. Über die linke Seite kommt Lorenz. Ist dann noch in der eigenen Hälfte. Das ändert sich mit diesem langen Ball. Allerdings geht der auf den Kopf von Michael Schulz. Und der lässt durch für Jeremias Lorch. Und dann wieder lange Hafer hinten raus. Kock köpft nach vorne auf Bogicevic, der sich im Mittelkreis den Ball holt. Jetzt stehen hier die Münsteraner auf der Haupttribüne vor uns auf. Und hoch geht auch der Ball von Schulz in Richtung Becker, der den mit der Brust annimmt, wo andere mit dem Kopf hingeht. Und jetzt der tiefe Ball in Richtung Mustafa. Aber der ist ein Ticken zu lang. Und da war Scherda noch dazwischen, sodass Schenk den Ball hochnehmen kann. Und jetzt noch 3 Minuten hier zu gehen, wo es 3:3 steht. Vielleicht nochmal 3 Punkte für eine Mannschaft. Hoffentlich für die richtige Mannschaft. Für die Auswärtsmannschaft. Schenk mit dem langen, langen Ball da in Richtung Grodowski. Und der verlängert, dann ist Dietz da. Es war Wegkamp und nicht Grodowski. Jetzt Bogicevic im Zentrum. Läuft auf die linke Seite, will sich da aus dem Pressing befreien. Macht das gut. Kurzer Ball auf Mai, der wieder mit langem, langem Hafer in Richtung Becker. Allerdings ist Kock da. Der Ball geht jetzt sehr, sehr weit hoch. Der fliegt fast in die Niederlande, in seiner Heimat, bleibt aber im Spielfeld. Und jetzt nicht so auf weit der rechten Seite. So sieht's aus. Und nicht weit von uns weg ist auch der Eidhof jetzt für die Viktoria, der von der linken Seite jetzt auch schon reingespielt wurde. Niklas May auf Jeremias Lorch. Wieder langer Ball in Richtung David Philipp. Der muss da ins Kopfballduell. Der arme Mann da verliert den Ball und jetzt über die linke Seite wieder die Münsteraner. Hat sich cooles, aber auch ordentlich aufgestützt bei Philipp. Nicht gesehen vom Schiedsrichter. Der Ball fliegt jetzt erstmal in Richtung des Viktoria-Strafraums. Da ist aber Niklas May. Nimmt den Ball mit der Brust an und treibt ihn dann in Richtung der Münsteraner-Hälfte. Sehr schön auf den Flügel gespielt auf Mustafa. Mustafa verliert ihn dann an Scherda. Und Scherder bekommt tatsächlich auch den Einwurf. Den hat er bereits ausgeführt auf Jano Terhorst. Der spielt zurück zu Scherder und der spielt noch weiter zurück auf Johannes Schenk. Der wird jetzt angelaufen von Becker, spielt deswegen weit nach vorne. Kopfball von Lars Dietz. Ja, und da gibt es Freistoß für die Münsteraner. Mann, ey, lass doch die Hände weg. Ja, da gibt es dann noch eine kleine Diskussion zwischen Lars Dietz und Gerrit Wegkamp. Wiederum alle Feldspieler jetzt in der Hälfte der Viktoria. Freistoß gibt es aus 45 Metern. Entfernung wird ganz, ganz hektisch jetzt von der Viktoria-Bank. Jenska, Jansen, Rauhut. Ja, weil Mustafa da zu dem Mann gehen musste, der da komplett frei steht im 16er. Aber er checkt es nicht. Jetzt kommt der Ball rein von Lorenz in Richtung 16er. Verlängert in Richtung Ben Voll und er hat den Ball in seinen Händen. Und jetzt vielleicht der Konter. Da läuft, ja, wer ist es? David Philipp läuft da tief. Ja. Aber der wäre doch, ich meine, das war Grodowski, der da frei stand und den Mustafa nicht gedeckt hat, aber Grodowski wäre doch im Fall des Falles Meter weit im Abseits gewesen. Ja, aber er hätte ja 2 Meter nach vorne machen können, dann wäre er auch Abseits raus. Ja. Jetzt erstmal langer Ball wieder von Ben Volder in Richtung André Becker. Der wird da gezogen, wird da gehalten. Es gibt keinen Freistoß, weil David Philipp jetzt an den Ball kommt. Immer noch David Philipp, der fällt und es ist wieder kein Freistoß, weil es kein Foul ist. Und jetzt wieder die Münsteraner hinten rum. Es sind noch 50 Sekunden hier zu spielen. Niklas May hat den Ball auf dem linken Fuß, läuft nochmal in Richtung 16. Er macht das sehr, sehr gut. Ja, jetzt im Duell mit der Horst und da verliert er den Ball. Und jetzt nochmal die Münsteraner im Konter. Durchs Zentrum, Preissinger auf die linke Seite zu Lorenz. Es sind die letzten Sekunden dieser Partie und Moritz Fritz hat den Fuß dazwischen und jetzt David Philipp. Komm, vielleicht nochmal der letzte Angriff für unsere Viktoria. Da wird er gehalten, aber es geht ins Zentrum zu Bogicevic. Auf die rechte Seite, da ist Simon Handel. Läuft nochmal in Richtung 16er. Immer noch unsere Nummer 7. Da ist Simon Handel mit der Flanke in Richtung André Becker. Der kommt aber zu lang auf den Kopf von... Keine gute Flanke. Ja, von Scherda. Allerdings ist Becker nochmal da und jetzt immer noch Ballbesitz für die Viktoria. Niklas May nochmal die nächste Flanke in Richtung Mustafa, weil die Mustafa steht da im Abseits. Och, das wäre die Riesenchance gewesen. Aber abseits für Waldi Mustafa. Und jetzt sind noch 8 Sekunden. Also sollte die Partie gleich vorbei sein. Ne? Ja. Und da nimmt auch Schiedsrichter Wittmann die Pfeife in den Mund. Und das war's. Ein atemberaubendes Spiel ab hier in Münster. Also das... Also ich glaube, jeder, der hier war und oder uns zugehört hat und stattdessen nicht den Tatort geschaut hat, der hat, glaube ich, sehr, sehr wenig falsch gemacht. Richtig. Am Ende muss man leider sagen, Münster war ganz, ganz klar die bessere Mannschaft. Absolut. In allen Phasen dieser Partie, auch als wir 2-0 geführt haben, war Münster leider die bessere Mannschaft. Da war für uns dennoch aber, glaube ich, mehr drin. Also ich glaube, mit Viktoria Köln in der Form von Beginn der Saison ist da was drin. Das wird, also da musst du hier absolut die Punkte nicht hier lassen. Ja. Es wäre absolut wichtig gewesen, es ist jetzt der 6. Auswärtspunkt. Ist natürlich jetzt keine schöne Statistik. Allerdings können wir es schon bald wieder berichtigen. Es geht in 6 Tagen schon wieder weiter gegen den SSV Ulm. Da kommt zwar ein Top-Team zu uns, aber wir haben in der Vergangenheit ja gezeigt, dass wir zu Hause gegen Top-Teams, Werder Bremen, Magdeburg, Dresden, ich spreche nur ein paar Siege,
der letzten Monate an. Absolut, ja. Und das ist am Samstag um 16.30 Uhr. Da könnt ihr euch unter victoria-tickets.de sehr gerne mit so vielen Eintrittskarten, wie ihr wollt, eindecken. Alle. Selbst wenn ihr eins einzeln kommt, kauft trotzdem 10 Tickets. Das ist, ihr macht eine gute Sache damit. Gerne auch Blindentickets zu kaufen. Sehr schön, dass du es nochmal ansprichst, genau. Eine Anfrage an ticketing@victoria1904.de. Dann bekommt ihr ein Funkgerät bei der Rita im Fanshop und könnt uns dann, uns beiden Pappnasen hier zuhören. Beziehungsweise nicht uns beiden, weil ich werde da mal wieder an die Kamera gehen. Vielleicht gibt das da mal wieder ein bisschen Glück. Du wirst aber wieder im Einsatz sein. Genau, neben Jakob darf ich dann kommentieren. Und was wir vielleicht auch jetzt schon mal ankündigen dürfen, wir werden einen relativ spannenden... Ich verrate nicht zu viel. Aber es ist, ich sag mal so, ich freue mich schon drauf. Es wird interessant. Also da wird was Schönes auf euch zukommen Samstag. 16.30 Uhr, wie gesagt, der Anschlusstermin. Danach geht's auswärts nach Regensburg. Da könnt ihr euch auch gern schon für den Fanbus anmelden, ja, wenn ihr das gerne möchtet. Kontaktiert unsere Fanbeauftragte Heike Weisweiler per E-Mail an fanbeauftragter@victoria1904.de oder auch per WhatsApp oder SMS, wenn ihr die Handynummer haben solltet. So, wir sehen jetzt beide Mannschaften, die noch einen Kreis bilden. Relativ nah beieinander. Eigentlich könnt ihr einen großen Kreis machen. So 3-3, schiedlich, friedlich. Aber auf jeden Fall könnte man da jetzt, könnte die eine Seite bei den anderen Mäuschen spielen, so nah wie die beieinander stehen. Lieber Chris, noch eine Sache, bevor ich dich dann in den wohlverdienten Feierabend entlasse. Wer bis Samstag nicht warten möchte auf Fußballradio Schelzig, der hat doch so ein paar Möglichkeiten, und die hat Pappnasen er. Und sieben Pappnasen noch zuzuhören. Die hat er. Der könnte zum Beispiel unseren YouTube-Kanal besuchen. Fußballradio mit V und Doppel-S, ganz genau. Er hat auch die Möglichkeit, unsere Podcasts, zumindest nicht die Spiele, aber immerhin die Podcasts bei Spotify nachzuhören. Und natürlich gibt es dann noch unser Webradio, unseren 24/7 Webradio-Channel auf laut.fm/Fußballradio. Da könnt ihr ab morgen früh auch diese Partie nachhören. Da könnt ihr auch ganz viele andere Partien nachhören. Da gibt es einen wunderbaren Mix an der tollsten kölschen Musik. Da gibt es unsere Podcasts, da gibt es die Shells-Offs, da gibt es Die schlechtesten Wortspiele aller Zeiten. Ich glaube, die dürfen speziell wir zwei beide unser Das dürfen wir sagen. Doch. Und wir bedanken euch. Wir bedanken euch. Ja. Das ist auch sehr schön. Wir bedanken uns, dass wir bei euch in den Ohren zu Gast sein durften, liebe Hörende. Ihr habt wunderbar viele Daumen nach oben verteilt. Ihr habt sehr zahlreich zugehört. Das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr habt jetzt noch einen schönen Sonntagabend. Wir kommen hoffentlich gut nach Hause. Mit dem Anblick jetzt gerade, wie unsere Mannschaft mit Olaf Janssen im Schlepptau in Richtung des Gästeblocks gehen. Wenn wir bis dahin nicht ein Gästeblock, sondern ein Eisblock sind, dann werden wir es irgendwie nach Hause schaffen. Und nochmal ein Kompliment an den Gästeblock. Da war heute wirklich richtig Alarm. Ja. Das hat Spaß gemacht. So, da bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, wir verabschieden uns mit den drei magischen Worten, so wie wir das jedes Mal tun. Und die lauten heute, wie an jedem anderen Tag auch, tschüss, bis dann. Madet Jod.